Hört ihr mich? Testing, testing. So, liebe Leute, seid ja alle da. Tritra, tralala, der Kasperle ist wieder da. Hört ihr mich? Hört ihr mich gut? 1, 2, 1, 2, 1, 2? Ja, glaube ich ja, ne? Mahlzeit, Andreas, Strauß, Peter, Servus aus dem Chiemgau. Ja, danke. Ich habe Hunger wie eine Haubitze. Denn geh was essen, ist doch nicht so schlimm. Ralf Hey, guten Abend. Paul Winkler, guten Abend. Obi, be strong. Ja, be strong. Nee, nicht Wasser. Ich habe mir Wasser geholt und eben noch was zu trinken und eine Birne habe ich gegessen. Ja, Don Igel, moin. Thomas Völker, moin. So. Harris, lasse wieder dich richtig an. Wieso widert er dich richtig an? Markus Michael, na, Matthias und viele Grüße aus Baden-Württemberg. Mahlzeit, Andreas. Ralf Peters, Nabend. Was widert dich an Lasse an? Mhm. Ich habe hier heute einige Themen vorgegeben bekommen. Und hier haben wir erstmal Lasse, Update. Ich warte noch mal, bis ein paar mehr Leute da sind. Alexander Leitschner, guten Abend. Jagdliche Themen habe ich ja als Themenvorgaben, wurden im Community-Chat angefragt. Shelter-Konstruktionen, Rembo-Messer, Full Force, die neuen, was man davon hält. Großwildjagdtrophäen haben wir als Thema. Recurve-Klingen haben wir als Thema. Jamboree 2020, Planung, Kooperation, 2022, Planung und Kooperation. Dann fragte jemand, warum ich das Garberg, warum ich sage, dass das schlecht schneidet. Und dann haben wir noch ein bisschen Fallen im Bushcraft. Da soll ich mal was meinen Senf zu geben. Dann war allgemein Campingfeuer, Buschboxen und Outdoor-Kocher. Möchte noch jemand besprochen wissen?
können wir auch nochmal schön was machen. Dann war die Frage nach dem Jagdschein, wie man überhaupt einen Jagdschein bekommt. Und auch das Thema Bogenjagd haben wir. Ich gehe jetzt mal im Wald herunter. So. Grüße, Paulin gehen raus. Scheinbar sind meine Thesen zu steil für diesen Stream. Jagen ist okay, Survival ist gut, Impfdebatte schadet denn für Survival oder wie? Nein, Paul, falls du es nicht mitbekommen hast, warum soll ich mir für dein kontroverses Thema, du weißt, dass wir in Deutschland nicht mehr so eine richtige Meinungsfreiheit haben, dass reihenweise kritische YouTube-Kanäle gekickt werden. Das hier ist ein Outdoor-Kanal über Jagd und sonst was. Und ich will mir nicht wegen so einem Scheiß irgendwelche anwaltlichen Geschichten, ich habe das gerade durch. Du zahlst mir nicht meine Anwaltsrechnung dafür, wenn nur damit ich solche Themen behandle. Danmark Bär, hallo Leute, ja, schön. Hallo Lasse, wie geht's dir? Schöne Grüße nach Dänemark. Ralf P., guten Abend an alle. André Pflege, guten Abend. Recurve klingt wichtiger als Positionierung zum Genexperiment. Paul, hörst du auf damit bitte? Lass das bitte, das nervt. Lass die Sache sein und lass es auf dich berufen. Und Genexperimente interessieren mich jetzt hier einen Scheißdreck und ich werde mich da auch nicht zu äußern. Ja. So, Marc Ziemann, moin moin, Alexander Leischner, erbarmen, bitte nicht zur Impfung. Genau, Alexander, sehe ich genauso. Es nervt langsam. Den ganzen Tag muss ich mir den Scheiß im Fernsehen anhören, im Radio. Du fährst irgendwo lang, überall läuft der Mist. Ich habe darauf keinen Bock, mein lieber Paul. André Flügel, was ich von Bücker Plus Collection Messern halte, das sind meist Serien aus der Magnum-Serie, die später denn bei Magnum im Low-Budget-Bereich verkauft werden. Ich sehe bei Bücker Kollektion keinerlei Wertsteigerung. Also die kann man sich kaufen, das ist so ein bisschen Bauernfängerei aus meiner Sicht. Ich mache auch nicht das beste Messer, weil es gibt es nicht. Paul. Der Schut, moin. André Fliegel, nee, so. Danmark Bär, der Schut, hey. Hans Milch, Kuckuck. Ja, wie viel haben wir denn jetzt hier? Wie viele Leute? 68. Und noch ein bisschen warten. Zerschmerzen, magst du Extrema Ratio? Einige gefallen mir. Die meisten Extrema Ratios sind sehr schlecht funktionierende Messer. Zu viel Design. Und sie sind aus meiner Sicht dafür, dass sie fast immer nur einen Gummigriff überstülpen und eine Schraube reindrehen, zu teuer. Das sind, ist nur gelasert, CNC-Fräse und dann Beschichtung und fertig. Serge. So, Henry Moin, André Fliege, M93 Stahl und Carbon, da wird nichts Low Budget verkauft. Oh, was wie? Verstehe ich jetzt. Der Schuh. Hey Denmark Bear, how's going? Ja. Mr. P, hallo, grüße euch. Ich grüße dich auch, Mr. P. Denmark Bear, Serge, Merten, nein. Tobias Hoffmann. Na, Abend, Thema Wasserfiltersysteme, Empfehlungen. Hat jemand den Leuchtstraw Wasserfilter? Benutze ich hier nie. Ich habe vier oder fünf Wasserfilter, die ich bis jetzt so gut wie nie eingesetzt habe. Ich habe den Katatyn Mini, den habe ich mal für so eine Überlandwanderung, wo wir aus dem Graben gesoffen haben, da hatte ich den mit dabei, aber da haben wir trotzdem so draus getrunken. Wenn ich jetzt in den Süden fahre, würde ich einen mitnehmen, aber da ich meistens in den Norden fahre, habe ich den nicht selten so gut wie nie einen Wasserfilter dabei. Linux, ich habe dein T-Shirt an. Hi. Linux war heute und gestern hatten wir ein Messertreffen bei uns und da war er mit dabei. Wir hatten ganz coole Zeit, Lagerfeuer, Grillen, Messer und ein Papier. War nett. Viele, ein paar gute Leute dabei gehabt, war sehr spannend, viel gelacht. Passte. Martin Hirtreiter,
Zach in die Runde. Aber nochmal hier zu dem Live-Straw. Warum wollt ihr überhaupt Wasser filtern? In den meisten Fällen, wo ihr irgendwo im Wald geht oder sowas, da reicht es doch, ihr packt euer Wasser sowieso auf den Kocher und kocht das ab und macht euch einen Kaffee oder sowas. Das sollte doch reichen. Proberaum. Na, du kommst gerade vom Ignaz Bart Livestream aus Berlin. Demo, ja. Danke. Stimmt. Sehr schmecken, danke. Stimmt, teuer. Stimmt, teuer sind die. Ja, so. Auf Dings, auf Bezug auf extremer Ratio. Dafür, dass es eben wirklich gar nichts mit Handarbeit zu tun hat. Und die Messer auch sehr einfach eigentlich aus der Fräse fallen. Live Straw sucks, sagt Dan McBear. Ja, ich glaube auch, es bringt das. Da saugst du dran rum. So ein Quatsch. Kannst du lieber ein Pumpsystem nehmen oder ein Gravitationssystem. Das arbeitet für dich selbst und da bist du mit ruhig durch. Paul Winkler, ja. Nochmal hier Dan McBear. Wir fahren ja jetzt Anfang September geht's mit Dan McBear und Matthias, gehen wir jetzt zusammen zur Jagd aus der Charity-Aktion für Lasse. Ne? Und werden wir dann mal, wird es auch ein Video von geben. Soweit ich weiß, wird es auch hier Andreas der Dreispross wird mitfilmen. Es wird auch bei Hunt on Demand laufen, soweit ich das mitbekommen habe. Zum Lasse, ich glaube, jetzt haben wir 100 Leute. Ich glaube, wir können jetzt mal langsam hier anfangen mit Themen. Ihr habt als erstes das Update zu Lasse. Also, Lasse hat, die ganze Aktion hat der Familie so sehr geholfen, dass wir wirklich stolz drauf sein können, was da passiert ist. Er konnte seine Rechnungen bezahlen, er konnte den Anwalt bezahlen, er konnte wieder ganz normal, er war hart nach hinten geschlagen. Und das hat ihm so gut geholfen, dass wir ihn da finanziell unterstützt haben. War grandios. Ich habe mit Lasse jetzt mehrfach telefoniert. Es ist eben aber auch so, dass der Mann wirklich immer viel um die Ohren hat. Er ist jetzt ja wieder normal arbeiten. Dann muss er sich um seinen anderen Kram kümmern. Er fängt praktisch wieder bei Null an mit seinem Shop. Durch unsere Spenden konnte er jetzt auch wieder mal etwas, wieder sein Geld aufwenden, um eben den Shop zu befüllen. Auch für euch. Es gibt wieder, wo haben wir es? Es gibt wieder Temsky Bowies, habe ich hier. Warte. Die fetten Viecher. Ne? Gibt wieder Temsky Bowies bei ihm im Shop. Spurt ist wieder lieferbar. Joker und so weiter auch. Guckt mal rein in seinen Shop. Waldläufershop.de. Und soweit grandiose Hilfe für ihn. Im ersten Schritt, die Hauptverhandlung hat er, das ist fallen gelassen worden, die Anklage. So viel zu den Leuten, die ihn angeklagt haben. Also er hat, der erste Part war eben die Strafsache, die Geschichte mit der Hetze auf Wild. Das war nicht an dem und er hat es freigesprochen worden da. Das war sehr auch heftig, weil die Ankläger, die waren fast schon wie Inquisiteure da am Werke. Und da hat er doch, ja, da hat er das war alles so ist zu seinem Guten. Jetzt soll in der nächsten Zeit kommt noch die zweite Sache, weil er ist ja nochmal, hat ihn jemand wegen angeblich mangelnden Kugelfanges angeklagt und angezeigt, auch nochmal, was überhaupt nicht stimmte. Er hat auch Gutachten dazu, aber er ist eben angeklagt und muss jetzt noch die Verwaltungsgerichtssache durchleben. Und hoffen wir, dass das klappt. Und da möchte ich bald hoffen, dass wir da Vollzug melden und dass er wieder seinen Jagdschein zurückbekommt. Das wäre sehr schön. Und wir wollen hoffen, dass Lasse auch beim unserer Jagd in Brandenburg mit dabei ist. Und
da müssen wir mal gucken jetzt, ne? Und ihr werdet sehen, wir werden filmen, wir werden Dinge, tolle Sachen dort machen, werden uns präsentieren für euch. Und das ist so der Stand mit Lasse. Weiteres kann ich dazu nicht weiter sagen. Ich habe da auch nicht den tieferen Einblick in irgendwelche Akten oder so. Ich kriege dann nur mit, wenn dann noch irgendwie was weitergeht. Und wenn da tiefere Sachen wären, dürfte ich die jetzt auch nicht so kundtun, weil es auch nicht unbedingt vorteilhaft ist. Ich finde es nur schön, wo ich insgeheim lachen drüber musste, war gerade, wo wir immer wieder das Thema auch Wild- und Hundforum, diese vorverurteilenden 80 Seiten, wo die Leute da wirklich auf die Leute einpieken und ihnen schon am Marterpfahl hatten und mit Steinen beworfen hatten und gesagt haben, gerade die Leute sagten ja eben, der ist ja verurteilt worden. Und mit Waffenrecht ist es so, dass da der kleinste Verdacht ausreicht und bei Waffen wird, dann greift denn der Staat durch, nimmt denn deine Befugnisse erstmal weg und dann, weil die dann sagen, der ist ja verurteilt worden. Nein, das ist immer so, dass der Staat da erstmal massiv hantiert, auch wenn es ungerechtfertigt manchmal ist. Und dann diese Leute sagen, das wird schon seinen Grund haben, haben da ganz viele gesagt, dass der, dann hat er ja auch Dreck am Stecken. Also nein, er ist da freigesprochen worden bis jetzt. In der Hauptsache ist er freigesprochen worden. Und jetzt kommt eben noch die Verwaltungsgerichtssache wegen des angeblich mangelnden Kugelfangs. Und ich bin mal gespannt. Also ich habe mich ja schon gewundert, weil das auch in den Medien im süddeutschen Raum war, es in den Zeitungen sogar, dass er freigesprochen wurde. Und wo denn nun unsere ganzen Chefankläger, unsere Großinquisiteure vom Wild- und Hundforum, wo die Jungs denn nun sind? Und es wäre ja nur mal nett gewesen, wenn sie denn, wo sie doch so bösartig anklagend waren und Behauptungen aufgestellt haben, die nicht an dem waren, da hat es mich doch gewundert, dass da nicht einmal einer sich genötigt fühlt, nachdem nun dieses so rausgekommen ist, zu sagen, hey, ist ja gar nicht so, und macht da mal einen Thread drüber, dass er da freigesprochen wurde in dem Fall. Und nun, da hätte man sich ja nämlich eingestehen müssen, dass die Sache, dass man da falsch gelegen hat, also komplett falsch gelegen hat. Ja. Aber da sieht man eben, wie diese vorverurteilenden Menschen da agieren. Ich gehe jetzt mal weiter. Hardy, guten Abend. So. Proberaum Grabensaufen? Ich kenne nur Stiefelsaufen. Also Stiefelsaufen macht man ja heute auch kaum noch. Gibt es noch Stiefel in irgendwelchen Kneipen? Habe ich ewig nicht mehr gesehen. Das ist ja so ein Relikt aus den 60er, 70er Jahren. Ne? So. Bernd Hanau, hallo aus Halberstadt, habe endlich einen Natrix, bin begeistert. Wann kommt das Bowie von Sergey? Ja, das ist echt im Moment müßig. Bei der Natrix-Lieferung ist die Hälfte der Lieferung abhanden gekommen. Ich glaube, GLS oder so, da war die Hälfte von weg. Sergey war auch, das war echt, ist wieder Katastrophe. Also es waren nur die Natrix und ein paar andere Sachen, sondern davon ist nur die Hälfte gekommen. Dann haben wir das Bowie. Ich weiß noch nicht, wann es kommt. Es ist alles im Moment sehr, sehr schwierig. Lieferschwierigkeiten, Engpässe, Stahlengpässe. Das ist dieser Pandemie-Geschichte geschuldet und da warten wir selber. Ich kann euch leider keine Termine geben. Sergey, bist du mit dabei heute? Ich weiß gar nicht, ob der hier auf dem Schirm ist. Falls er noch kommt, wenn er sich gleich hier mal meldet, können wir ihn ja noch mal fragen, was er dazu sagt, ob er mal sich eben dazu äußert, wann er ungefähr mit dem Bowie rechnet. Und dann haben wir ja noch ein richtig geiles kleines Jagdmesser. Das ich es. Das ist auch ein wunderschönes Jagdmesser, was ich designt habe. Muss mich mal loben, das ist wunderschön geworden. Der Shoot, was meinst du so? G-
Gestern ist deine Titanflasche angekommen, Paul Winkler. Mir scheint der Katadyn-Wasserfilter passt da nicht drauf. Nee, das ist ja auch Nalgene Weitheits. Und die Kies-Titan-Flaschen sind ja ein Standard-Trinkflaschenformat. Das ist, die sind ja nicht so, die sind ja mehr wie so eine alte US-Kantine. Und das passt nicht. Zwischenstücke, oh, weiß ich auch nicht. Kannst du ja einen Trichter mitnehmen, kleinen. Funktioniert doch auch. Geht doch. Ist doch gefiltertes Wasser und dann einfach mit einem, kennst du diese Mini-Trichter aus Plastik, gibst du beim Teddy oder irgendwas, beim 1-Euro-Shop? So, Denmark Bear, you need a Temsky. Yes, you can get it when we are in Brandenburg. Should Lasse bring you one? Halbes Schwert, das Ding. Ja, Paul, das ist ein halbes Schwert. Das ist echt. Ja, die haben das. Das Ding hat dieser Ferdinand von Temsky wohl bei der Besiedlung von Neuseeland hatte er solche Messer fertigen lassen. Die haben eine enorme Wucht, die wiegen auch richtig, sind auch eine richtige Praxe am Gürtel, aber die wurden eben auch nicht nur für artige Sachen genutzt. Ich glaube, das war auch eine immense, heftige Hiebwaffe, wo so mancher Arm dran glauben musste. Gerber LMF2 war es. Wo waren wir eben? Hier ist was. So, ich muss das mal eben markieren wieder. Gerber LMF2, ja. Standard Brot- und Buttermesser. Ja, die ganzen Einzelfragen zum Messer, bitte wollen wir da mal von heute absehen wieder. Ich würde gerne ein bisschen in die Sache eben hier die Themen reingeben, jagdliche Themen. Ne? Es wurde gefragt, das Thema, das Update haben wir schon mal. Poolforce, Rambo-Messer, da gehen wir nochmal auf die Messersache ein. Habt ihr Rambo-Messer? Ich habe keins. Ich habe nicht ein einziges Rambo-Messer. Und bei den letzten von Poolforce war ich schon fast drauf und dran, mal mir eins zu holen, aber im Endeffekt habe ich es dann wieder sein gelassen. Die Messer sehen wild aus. Oh, gerade mal eben wieder gehen. Sehen wild aus, sind echt heftige Teile. Und sind natürlich wild und sollen mit diesen Facettenschliffen und sowas und den Sägerücken und diesen, damit sie martialisch im Film aussehen. Ne? Dafür sehen diese Messer extra so gemacht. Funktion ist da deutlich eher weniger. Ne, dieser Hardstopper und wie heißt das andere Ding? Wie heißt das noch? Wisst ihr das? So. Marc Zimmermann, das sind super Nachrichten zum Thema Lasse. Ja, finde ich auch. Ja, diese Rambo-Messer sind meines Erachtens doch. Das war natürlich auch damals als junger Bengel, wann war ich noch in der Schule, da warst du denn so 16 oder was, da kam ja First Blood raus und der war wirklich, was war für uns, boah, war das ein geiler Film, sowas grandios, ne? Alle Jungs waren auf einmal Rambo und haben, es war schon phänomenal und ja, jetzt im Nachhinein, was hat der damit geschaffen, grandios, der Stallone ist einfach, das ist eine Marke. Das, wenn ich in meinem Leben, ich bin nie auf irgendwas neidisch oder so, aber wenn ich eins faszinierend finde, was manche Schauspieler schaffen, dass ihr Sein, ihr Wesen, alles so weltumfassend da ist und dieses Vermächtnis, was sie hinterlassen, die Marke Rambo ist durch Stallone verkörpert da auf der Welt. Und nein, da bin ich nicht richtig neidisch nicht, aber ich finde, das ist einfach grandios, was manche Menschen da schaffen und hinterlassen. Und das ist was Irres, was man, was muss das für ein Gefühl sein, als Sylvester Stallone zu sehen, dass er überall auf der Welt zu sehen ist und eben seine Messeraffinität
ist in allen Filmen zu sehen, das siehst du bei Expendables, bei allen möglichen Filmen ist eben zu sehen, dass Sylvester Stallone eine Hardcore-Messermacke hat. Und darum sind auch in den Filmen immer Messer dabei. In dem einen Rambo-Film, wo er sich das selbst geschmiedet hat, das Messer war für mich das langweiligste Messer und hatte auch, es war einfach so ein Parang-mäßiges Messer von einer Klingenform mit einer stumpfen Klinge, was überhaupt nirgendwo schneiden konnte, war einfach nur ein Haumesser für Holz, also das war überhaupt kein Kampfmesser, aber er hat damit zustechen können, fand ich recht witzig, weil so ein Messer geht nirgendwo richtig rein. Aber die anderen Messer waren eben doch sehr auf Filmeffekt ausgelegt. Hier 500 Meter weiter wohnt hier der berühmte Messermacher, ein Freund von mir, Dietmar Kressler, der damals auch für Stallone Messer gemacht hat. Ja, ist schon ein faszinierendes Thema. Und habt ihr welche? Habt ihr Stallone Rambo Messer? So, ich gehe mal weiter. Proberaum, zu doof, jemanden zu denunzieren. Ja, die Problematik mit dem Denunziantentum ist ja so, dass die ja in gewisser Weise ja auch immer gewinnen, egal was dabei rauskommt. Solange der Denunziant nicht automatisch eine Strafanzeige bei Falschaussage, weil es ist ja oftmals auch eine Falschaussage, die da getätigt wird, solange das nicht irgendwo mal verändert wird in unseren Gesetzen, dass solche denn auch mit Gegen wert zu rechnen haben. Ne? Das meist haben die Leute, die dann da rauskommen, sind froh, dass sie da aus dem Thema rauskommen und dann wird die Zivilklage, bleibt dann meist auf der Strecke, weil die Leute dann ohnehin kein Geld mehr haben für eine Zivilklage gegen den Denunzianten. So. Tom Weise, nein, das hat sich niemand bei Lasse entschuldigt. Das meine ich ja. Sie hätten ja wenigstens mal, nachdem das nun fallen gelassen wurde und also die Anklage sich auflöste, hätte man ja mal auch mal zumindest mal einmal dazu Stellung nehmen können. Haben sie nie getan. Zeigt eigentlich auch, wie sie drauf sind. Ne? Dass sie ein vorverurteilender Pöbel nur sind. Lenung, schön, dass die Lasse-Aktion im Rahmen der Möglichkeiten der Community erfolgreich war und dass es in seinem Shop wieder aufwärts geht. Ja, finde ich auch, Andreas, das finde ich sehr gut, freut mich auch. Brotfahrer, guten Abend, auch an dich. Denmark, das ist Zielpub. Nein, das Zielpub schneidet sehr scheiße. In meinem letzten Video habe ich mal gezeigt, wie das Klingengeometrien eben ausmachen, dass ein Messer nicht, wenn es scharf ist, nicht automatisch ein gut schneidendes Messer sein muss. Ja, hier im Chat, das ist sehr verwirrend, wenn ihr euch untereinander hier alle unterhaltet. Da komme ich überhaupt nicht klar. Ich weiß nicht, SR, ich bin nicht auf dem neuesten Stand zum Thema Lasse, kommt bald wieder was von ihm. A, bin ich nicht Lasse, B, weiß ich, dass es ihn sehr, sehr aufgewühlt hat und er auch sehr, jetzt auch an seine Ehre geht und es ist auch schwierig, ne? Denn solange, er hat mir gesagt, es hängt davon ab, wenn er jetzt die zweite Sache auch gewinnt, dann will er wohl wieder was machen. Aber ansonsten will er sich da zurückhalten, wenn es nichts mehr wird, weil auch das Thema Jagd und so dann ja nicht mehr ist. Was soll er denn berichten? Da sind ja auch immer wieder ganz böse Kommentare unter. Denn letztens hat einer bei mir dann untergeschrieben, zu Lasse dann so in Richtung Lasse, na, was machen die Bienchen? So nach dem Motto, so, na, ich darf nicht mehr jagen, kannst jetzt nur noch Bienchen züchten. So. Was sind das für böse Menschen, auch in den Kommentaren? Wie böse kann man denn sein, dass man sowas schreibt? Ganz, ganz üble Züge sind das von den Leuten. Proberaum Gegenanzeige, ja, hast du das Geld dann noch von? Lasse ist gerade durch unsere Aktion davongekommen. Wäre das jetzt nicht, also jetzt finanziell, dass er in einem Rahmen ist, dass es wieder ganz normal bei ihm läuft. Da habt ihr alle ganz großen Beitrag dran
Und das ist wirklich grandios, was ihr da gemacht habt. Aber wenn das nicht gewesen wäre, und da gibt es zigtausende in Deutschland, denen das Gleiche widerfährt, die nicht diese tolle Hilfe der Community bekommen. Und was soll der arme Mensch denn machen, der dann ohnehin schon kein Geld mehr hat soll und dann noch eine Gegenanzeige machen? Nein, also das kannst du vergessen. Das ist meist gar nicht mehr finanziell drin. Auch sind die meisten Menschen dann so gebeutelt, wenn die dann da irgendwie rauskommen, sind die froh, dass sie nichts mehr damit zu tun haben. Ich muss euch sagen, es ist wirklich so. Nach dieser Anzeige bei mir, wo die da reinkam, ich hätte eine illegale Waffe und dann steht hier die Polizei und dann machen die, kommt eine Hausdurchsuchung und dann sind hier etliche Polizisten und so ein Scheiß. Und das stimmte ja alles nicht. Es war eine ganz normale, legal eingetragene Waffe und die wird dann beschlagnahmt und du stehst da und du weißt ja gar nicht, ich habe ja nichts getan. Und dann stehst du da. Ich habe richtig seit über einem Jahr habe ich immer, wenn ich einen Polizeiwagen sehe, kriege ich einen Schreck. Obwohl ich nichts gemacht habe, ich kriege einfach einen Schreck. Wenn hier irgendwie was auf dem Hof in unsere Straße reinfährt, ein Polizeiwagen, kriege ich einen Schreck, weil ich nicht, und das kann ich auch nicht im Moment noch nicht wieder ablegen, weil es einfach, das ist schon ein bisschen traumatisch. Und ich glaube, anderen geht das auch so. Du wirst da unschuldig, du bist unschuldig und dir widerfährt da etwas und da weißt du gar nicht, was du machen sollst. Und dann geht's noch an deinen Geldsack. Wenn du Glück hast, hast du das Geld. Wenn du Pech hast, bist du pleite hinterher. Versuchst natürlich, deinen Habitus zu erhalten. Das können sich die meisten Leute gar nicht vorstellen, was da wirklich passiert. So, hoffe, Lasse findet wieder Zeit und Muße für Videos. Ja, hoffe ich auch. Wäre schön, wenn unser Lasse da wieder bei wäre. Chip, chip. Kretenwag. Moin, Grüße aus dem Norden. Grüße auch an dich. Proberaum. Hat Sergej bei die Natrix herstellen lassen? Ja, wir lassen die herstellen. Ja, genau. Für uns werden die hergestellt. Oder für Self, für Jas. Mit meinem Design. P76E. Letzter Stiefel 25 Jahre her. Ja, ich bin auch gefühlt, habe ich 25 Jahre keinen Stiefel mehr gesehen. Ne? Ah, da. Ja, war eben wieder ein schöner Sprung. Ich muss mal eben gucken. Muss mal wieder markieren. So. Marc Zimmern. Also das kleine Jagdmesser. Aha. Welches denn? Nee, das kann ich nicht zeigen, weil der Prototyp ist bei Sergej und das wird auch erst veröffentlicht, wenn es veröffentlicht wird. Das ich es. Wird aber ein Hammermesser, kann ich euch nur mit N96, soweit ich weiß. Das wird schon was Besonderes. Welches Messer würdest du, also Paul Winkler, als das vom Design am gelungensten bezeichnen? Ich würde das Zielpap in den Ring und noch kein schöneres Messer gefunden. Also von SOG finde ich das Zielpap nicht so schön. Dann würde ich doch gleich das SOG Vietnam Bowie nehmen. Das sieht um Längen hübscher aus. Vom Design her gibt es so viele schöne Messer. Also deswegen ist es ja so, dass ich so viele habe. Ich kann euch mal eben zeigen, ein geiles Design von mir. Das ist der Prototyp von dem neuen BCC, das Bock Bowie Kompakt, was in Dings bald rauskommt von Tools for Gents als Limited Custom. Finde ich, ist ein geiles Design. Ich mach's ja, hab's ja selber gemacht und daher, natürlich muss ich das mögen, weil ich es gemacht habe, aber es ist einfach ein top geiles Messer hier mit G10 und schön. Guckt es euch an hier. Und das kommt auch bald. Also ich habe so viele schöne Messer und wenn ich nur eins besonders schön finde, dann wäre ja nicht diese Leidenschaft da. Und auch wenn jetzt, ist das nicht auch wunderschön? Das mit dem, dieses Ohrmann hat doch auch richtig was. Ich habe damit heute gearbeitet.
habe damit mit dem Damas Stahl und dem Scandi habe ich richtig gut Feathersticks gemacht und so weiter. So. Ich finde das Temsky Knife nicht bei, wo soll ich gucken? Unter, ganz einfach, du gehst bei Lasse auf Sword und scrollst ganz nach unten und da ist es. Ganz nach unten immer weiter runter scrollen und dann anklicken. Servus, beste Grüße, Outdoor Rheintal. Ich liebe das Temsky, ersetzt die Camping-Axt. Ja, das ist schon echt heftig, ne? Ja, da kannst du schon mal eben so armen, dicken Ast, der geht schon schnell durch damit. Coach Camper, moin Coachy. Es könnte 30 Jahre her sein. Verdammt, wie die Zeit vergeht. Ja, einen Stiefel sieht man nicht mehr oft, ne? Carsten Schumann. Hey Matthias, guten Abend. Macht ihr vielleicht auch mal eine Machete? Nö. Das ist wirklich so ein Nischenprodukt. Wer braucht und kauft denn Macheten? Keiner. Also es dreht sich ja drum, du machst ja Messer und baust Messer und machst so eine Firma, weil du damit Geld verdienen willst und nicht Geld verbrennen. Und das ist Geld verbrennen, wenn du Macheten machst. Zumal, was soll denn die Machete hinterher kosten? Baust du eine geile Machete aus vernünftigem Stahl, muss das Ding Geld kosten. Und die Dinger liegen wie Blei in den Shops. Siehe Outcast und so weiter von Kershaw und so weiter, diese Haumesser, die haben sich überhaupt nicht verkauft. Christoph Schneebild, ich werde einen Thread im Wild- und Hundforum starten. Ich drücke, lasse die Daumen. Oh, mach das mal, das wäre cool, Christoph. Echt eine geile Nummer. Mal sehen, was da kommt. Insbesondere von unserem Ober-Besserwisser-Cast. Maus Hirsch. Hallo Matthias, wie heißt das neue kleine Jagdmesser? Bitte wiederhole es mal. Eches, nach Eches Carinatus. Das ist hier die, Ichis Carinatus ist hier die kleine Sandrasselotter. So. Hier sind ja Schlangennamen. Das Bowie wird Koluba heißen, nach Koluba gimonensis, nach Zornnatter. Wie auch Natrix, eben die Wassernatter. Hm? Paul Winkler, Rambo 1, ist einer der besten Actionfilme aller Zeiten. Ja, finde ich auch. Ich gucke ihn ab immer mal so, alle paar Jahre gucke ich den mal wieder und ich gucke ihn gerne. Und es gibt eben, wie gesagt, guck mal bei, wie heißt das hier? Der heißt Hervé Attia. Der hat eine ganz tolle Doku früher gemacht. Der macht leider keine Filme mehr. Ich habe das mal im Rhein bei YouTube und ich habe das mal im Rhein gestellt. Und der ist einfach, er hatte so eine schöne Doku mit den Filmorten. Und da siehst du eben auch, dass die ganzen Filmorte schon zugewuchert sind, dass davon fast nichts mehr existiert. Diesen Junkyard, da hatte er in dem Film, in seiner Doku über das Ding, hat er dann von diesem LKW, wo er sich dann diesen Sackleinenüberzug da gemacht hat, dieses Hemd, da hat er dann den Türknopf von diesem alten LKW, der steht da noch im Wald, mitgenommen, wo Stallone dann angepackt hat. Also den hätte ich, glaube ich, auch mitgenommen. Ich hätte mir da auch ein Souvenir mitgenommen, weil der hat ganz tolle Dokus gemacht. Hervé Attia. Coole Sache damals. Das ist aber schon mindestens 10 Jahre oder was her, wo der diese Dokus gemacht hat. Die gibt es aber noch bei YouTube. Guckt mal rein. Wer da ein bisschen Fan von der Sache ist, da gibt es viele Filmlocations, hat der besucht und aufgearbeitet mit den Original-Filmszenen. Ja, mal sehen. So, ich muss mal hier. I didn't draw first blood. Ja, ja. Cool, der McMahon. Breiter Profi. Der Rambo, das Rambo 3 Messer war das optisch gesehen beste. Meine Meinung. War das Hidden? Das war doch das, was er bei von Gil Hibben war.
von Jill Hidden, wo er das Geschwungenere, ne, mit dem, ja, das fand ich nicht so schön. Ich fand die Lyle Bowies besser. Die gefielen mir besser. Rambo ist weltweit cool, ja, stimmt. Paul Winkler, Seal Pub ist ganz nett, aber ich finde zum Beispiel von SOG das Pentagon viel schöner. Ist auch das geilere Messer. Grüße aus München-Gladbach, Alex76, Grüße, ja, Joe Geiger, hallo zusammen, Denmark, Bär, Paul Winkler, listen up. So, Patrick H., servus Matthias, hallo, Patrick. Schon zum Platten draußen gewesen, einmal in der Rhön bei meinem Kumpel, aber es kam nichts. Also ich habe, es war dann so dunkel, dass ich nicht mal das Gehirn, ob das, ich konnte ihn nicht ansprechen. Und daher durfte er dann vor meiner Kanzel ziehen. Ob das nun ein Bock war, konnte ich nicht erkennen. Es war schon sehr dunkel. Und dann musste ich ihn pardonieren, beziehungsweise war jetzt aber auch nicht das Schlimme. Hab jetzt nicht so einen Jagddruck gehabt, dass ich das machen musste. Patrick, so. Ja, die ganzen Paul, die Paul Winkler, die SOG, auch die Vietnam Bullies sind von der Schneidleistung ganz, ganz schlecht. Auch das Seal Pub ist auch kein gut schneidendes Messer. Da gibt es deutlich geilere Messer vom was, ne? Norbert Zapf, Matthias, bin jetzt auch da. Hi Norbert, Nobby, alter Sack. Wie viele haben wir? 136 haben wir, aber erst 33 Likes. Leute, Leute, tippt mal auf den Like-Button, das gehört auch dazu. Kleines Fix für die Hosen, schmaler Taler, spontaner Top-Tipp. Kleines Fix für die Hosentasche. Boah, was benutze ich da? Ich baue mir sowas immer selber. Welches ich geil finde, ist das Bradford Guardian 3. Das ist ein cooles kleines Fix. Müsst ihr euch mal angucken. Warum so ein Cheat-Prozess kann alte Traumata auslösen und einen nicht nur finanziell kaputt machen. Ja, das ist so. Finanziell wirst du kaputt gemacht, dass, wenn du das Geld nicht hast, bist du dann dran. Du möchtest ja gern deinen Stand erhalten. Du hast ja auch da in Sachen investiert. Und dann eben solche Sachen, wenn du dann hier morgens stehst und die Polizei kommt bei dir rein und du weißt gar nicht, wer dir geschieht. Das ist, fand ich, traumatisch. Ja. Hat mich, ich habe seitdem immer Schiss, dass das wieder passiert und du kannst nichts machen. Und wäre vielleicht, wenn du ein Schuldbewusstsein hast, weil du was gemacht hast, könnte ich das vielleicht noch, ja, hast ja selbst Schuld, hast ja was gemacht, aber das Schlimme daran ist, du hast nichts gemacht und die kommen bei dir rein und du stehst da hilflos mit deiner Frau im Flur deines Hauses. Und auch die Intimität deines Hauses ist auf, überall wuseln irgendwelche Leute rum und du stehst da und dir weißt nicht, wie dir geschieht. Das ist ein ganz, ganz schlimmes Gefühl. Kann man, möchte ich bald ähnlich, muss ich das anfühlen, wenn Leute, wenn eingebrochen wurde in deren Haus, auch wenn die da drin geschlafen haben, ist auch so ein ähnliches Gefühl, muss das sein. Weil ich fühle mich zum Teil, ja, das ist nicht gut, gar nicht. So, oh, da war der Sprung, wo ist er? Ja. So. Ah, siehst du, ein missgünstiges Pack ist das, ja. Das andere, die andere provozieren, sollen die doch mal das Gleiche erschaffen? Ja, das ist ja nicht das ist ja das. Ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn man dann mal irgendwie mit Leuten zu tun hatte, die sowas oder die irgendwie näher rankommen, merkst du, dass das selber Leute sind, die nichts auf die Kette gekriegt haben, die nicht selbstständig waren oder so, die sich da gar nicht reinziehen können, dass andere Leute da wirklich ihr ganzes Leben reingesteckt haben, ne? Und das, was sie da anrichten und kaputt machen, das können die sich gar nicht. Für die ist das einfach nur so, ich hab's ja auch nicht, also der Arsch, der muss das ja auch nicht haben, da kann ich was gegen tun.
Das ist eine ganz üble Eigenschaft, moralisch ganz daneben. Ne? Jeronim Meyer, wird sowas wie beim Lasse nicht über den Rechtsschutz gedeckt? Nein, das ist eine Strafanzeige. Wenn du eine Strafanzeige kriegst, Rechtsschutz deckelt das nicht. Nein, da ist ein Vorsatz mit drin in dem Straf, in einer Strafanzeige, weil das ist ja, und das deckelt keine Rechtsschutz, gar nichts kriegst du da. Nothing. Polizei ist auch keine anständige Polizei mehr. Nur noch BRD Konstellisöldner. Ah, da gehen wir jetzt auch schon wieder zu weit. Ich kenne auch Polizisten, die sind bei mir. Ich habe mich mit Leuten unterhalten hier. Die sehen diese Entwicklung hier auch in. Die haben, aber die dürfen nichts sagen, die können nichts machen, die werden auch. Unterliegen Repressalien, wenn sie da aufbegehren. Mr. P., ich hoffe sehr, dass Lasse wieder Videos macht, sobald er seinen Schein wieder hat. Und mir fehlen seine Videos. Ja, Lasse, ich werde ihm das auch nochmal wieder sagen. Lasse, geh gestärkt aus der Sache raus. Und falls du mitliest, du hast eine große Community. Ja, ich hoffe, aber ich weiß auch, dass Lasse sehr geknickt ist, immer noch. Dass ihn das sehr, sehr fertig gemacht hat. Das, ja. Klingen weg. Diese Leute mit dem Bierchen zum Beispiel sind selbst armselige Bienchen. Ach so, ja. Sind selbst armselige Individuen, die selbst nichts mehr auf die Reihe bekommen, die eigentlich nur neidisch sind. Ja, aber das fand ich auch echt übel, diesen Spruch da mit dem Bienchen. So richtig fies, so noch in der Wunde bohren, wenn jemand am Boden liegt. Alter, haben die überhaupt keinen Stil. Ganz, ganz üblich. Traurig, dass mal muss man den Kindern ja heute schon erzählen, dass Recht und Gerechtigkeit zwei grundverschiedene Dinge sind. Genau. Er wird sich schon berappeln, glaube ich auch, aber es dauert eine Zeit. Also bei mir ist das auch noch nicht so, dass ich mich noch sicher fühle. Egal ob Klimawechsel Mensch gemacht oder nicht, man sollte heute für alle Familienmitglieder Gummistiefel am Start haben. Oh, ja, es kommt drauf an, wo du lebst. Ne? Also wir hatten 2017 auch so ein Wetterphänomen, wo hier unser ganzes Feld in unseren Keller reingerutscht ist. War nicht nett. Ah, wann gibt's mal wieder eine Versteigerung von mir? Das war eine Charity-Aktion. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn wir. Das war eine reine Charity-Aktion in Verbindung mit Einzahlungen in einem Moneypool, die uneigennützig waren und auch nachweislich für einen guten Zweck waren. Wenn wir hier Versteigerungen machen, die kommerziellen Zwecken dienen, dann muss ich hier eine Firma anmelden, damit das dann offiziell ist, weil sonst habe ich hier ratzfatz Ärger mit dem Finanzamt. Daher glaube ich nicht, Pee-wee, dass ich sowas hier machen kann. Das war eine grandiose Aktion, was wir damals gemacht haben, war aber alles verifizierbar über die Zahlung auf einen Moneypool, wo eben zu ersehen war, dass dadurch kein anderer begünstigt wurde und keine Gewinne erzielt wurden. Auch ein schönes Messer, das du gerade zeigst. Ja, Paul, das kommt gerade auf dem Markt bald und müsste jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, auf den nächsten zwei zum Herbst hin bei TFG sein. Muss mal beobachten. Oh, ich bin gerade ein bisschen müde. Ich war sehr lange gestern am Feuer gesessen mit unserem Messertreffen. Ne? Denmark Bear, Lasse sells Machetes. Ja, der hat da einiges am Start und da braucht man auch nichts Neues, was willst du da erfinden? Ne? Herr Wertier, so habe ich da. Ich habe mir von Wolfgangs Outdoor-Messer Ambulu geholt. Ich bin gespannt, es mal einzusetzen im Bereich Bushcraft. Ich hatte Interesse an deiner Bushschule. Mir fehlt etwas an Ausrüstung. Ja, du kannst dir bei mir ja auch was leihen. Ich habe ja Sachen da. Wir haben ja Ausrüstung da. Oh, mal abgesehen vom Schlafsack. Schlafsäcke verleiht man nicht, das sind Hygieneartikel. Also ich verleihe keine Schlafsäcke. Aber sonst können wir dir einen Schlafsack zusammenstellen, einen Rucksack zusammenstellen für einen Survival-Kurs, dass du alles da hast, musst du dir nur ein paar Snacks, was du gerne noch so mitnimmst, obwohl bei den Kursen gibt es auch Vollverpflegung eben. Ne?
SBSB. Hey Matthias. Zieht sich dein Messerwahn eigentlich bis in die Küche? Nein, überhaupt nicht. Was für geile Küchenmesser hast du? Liebe Grüße aus Witten. Gar kein. Wir haben einen alten Messerblock von WMF. Das sind so schöne Edelstahlteile und ich habe eins von Ohlenknife, ein cooles Küchenmesser. Aber ganz, ganz ehrlich, ich habe dadurch, dass ich jetzt x Jahre Gastronomie gemacht habe, bin ich überhaupt, ich koche zwar, ich kann auch kochen und hab da auch, kriege das auch ganz gut hin. Man sagt, dass das gar nicht so schlecht schmeckt, wenn ich was mache. Ich habe da überhaupt null weitere Ambitionen. 30 Jahre Gastronomie habe ich einfach hinter mir gelassen und blicke da auch ganz, ganz wenig zurück und habe überhaupt keinen Bock auf Küchenmesser. Das erinnert mich nur an den alten Scheiß, die fiese Maloche in der Gastronomie, wo man nur zu Zeiten gearbeitet hat und zig Stunden in Feiern verbracht hat, wo man eigentlich gar nicht sein wollte. War ein Part, der hinter mir liegt und deswegen schenke ich Küchenmessern überhaupt keine Bedeutung. Kauchi, Jörg Sprave verkauft eine Klappmachete. Die Idee ist zu gut, ja, wenn sie hält. Ich vertraue keinem Haumesser mit einem Joint. Mache ich nicht. Also es kann nichts taugen. Auch seinen komischen anderen Säbel, da sein Klingonenmesser. Was will man damit? Also, nichts Schönes. Also auch wenig Design drin, finde ich. Proberaum beim Jamboree definitiv Stiefel saufen. Ja, ich finde, ganz ehrlich, auf solchen Sachen wollen wir ja versuchen, dass die Leute in einem tolerierbaren Rahmen, da wird auch ein Bier getrunken, aber es soll eben bei der Menge der Leute nicht ein ausuferndes Sauffestival werden. Wir legen sehr großen Wert in diesem Bereich. Wir wollen Witze machen und irgendwelche coolen Aktionen, letztes Mal wie eben dieses Surströmming-Wettessen und so. Es war super lustig. Es wurde auch als ein oder andere Bier getrunken und da waren auch, aber es war alles ganz, ganz, oh Mann, was ist das denn? Ich will eben hier was trinken. Wurde ganz, ganz hart drauf geachtet, dass die Leute sich also, dass das nicht ausufert und so weiter. Deswegen möchte ich da auch nicht weiter so mit Alkohol das forcieren durch solche Aktionen wie Stiefel saufen. So. P76E. Macheten braucht wirklich keiner. Man liegt, meine liegt 30 Jahre im Keller neben einem alten Self-Defense-Messer ungetüm. Ja, sehe ich auch so. Ich habe auch so eine Machete an so ein Bolo-Messer, ein Survival-Bolo von MSL Bushcraft. Aber richtig benutzen tue ich das nicht. Dann nehme ich lieber andere Messer mit. Couch Camper, it's a... Aha, wegen, ja. So. Ja, Bradford Guardian. Ja, da wirst du... Ich wühle mich mal durch. Guten Abend, Jelling. Ja, die Cops sind auch unter Druck wegen der wegen den Sternen. Aha. Ich kam vorgestern von denen, musst ja aber nicht erwähnen, Matthias. Ich bekam vorgestern Hilfe von denen. Aha. Otto Heiko, dieses Bashing gegen die Polizei ist überzogen. Es ist ein ausführendes Organ. Viele denken ganz anders und sind frustriert. Ja, das habe ich auch bei unserer hiesigen Polizei auch erlebt, dass ich da mit einem gesprochen habe, der da auch schon das Thema, dem es auch richtig frustriert. Eine gute Idee mit den Gummistiefeln. Mhm.
Ja, wir Jäger haben ja immer Gummistiefel, Jalen. Wir haben ja immer welche. Ne? PayPal stellt übrigens den Moneypool jetzt kurzfristig ein, ja. Ja, ja, da wird wohl sicher, irgendwie haben sie da nicht genug Geld mit verdient und da floss zu viel Geld. PayPal ist ja sehr, sehr gewinnorientiert ausgerichtet. Patrika, wie geht's dem Chaco? Chaco wird alt, das merkt man immer mehr. Er hat überall seine Zipperlein. Er ist immer noch, freut sich, wenn wir unsere Runde machen. Er ist auch immer mit auf Jagd dabei. Er freut sich irre, wenn er auf Jagd dabei ist. Das ist sein Leben, das merkt man einfach. Der Hund lebt dafür, wenn wir auf Tour sind. Er ist tief beleidigt, wenn er mal nicht mitkommt. Letztens bin ich zur Jagd gefahren und er hat nur gesehen, dass ich einen Tag vorher eine Tasche packte. Und dann rannte der wie so ein Hühnerhabicht hin und her und zum Auto und dass ich ihn ja nicht vergesse. Hin und her, hoch, runter und ging uns hier 2 Tage auf den Sack, bis ich dann endlich die Sachen gepackt habe ins Auto und dann ist er da rein. Es ist echt niedlich gewesen. Und da zeigt man, was so ein Hund, was das ihm bedeutet. Also immer noch, er brennt für die Jagd und ich werde ihn so lange mitnehmen, wie ich kann. Und ich glaube auch im hohen Alter werde ich ihn immer mitnehmen noch, weil ich ihm das einfach schuldig bin, weil er mich immer begleitet hat, immer mir zur Seite stand. So ein ganz großer Jagdfreund, den ich immer dabei habe. Blade Runner, moin Matthias, Grüße aus dem Rande Berlins. Grüße auch an dich, Vollgas. Deine Meinung zum Kukri, bitte. Ich habe 2 Kukris, wartet. Sind auch hier. Einmal das K-Tech von Condor, was ein cooles Kukri ist, mit hier mit Kydex und allem gelötet. Da habe ich mir noch so einen Halter gebaut, dass man es quer tragen kann. Aber die eigentliche Macht an Kukri ist von Cool Steel das Gurkha-Kukri. Alter, ist das eine Wucht. Ich habe da ein Video zu gemacht. Geh mal bei mir auf die Videoliste und such mal das Review zum Gurkha-Kukri. Geil. Das ist so ein Hammermesser. Also das würde ich zum Beispiel im Grunde, wenn ich jetzt die Wahl fälle mir hier zwischen Temski und Gurkha-Kukri, sehr einfach. Ich nehme das Gurkha-Kukri. Hunter, ich habe auch mal eine kleine Frage. Ich plane, mir ein Kukri zu kaufen. Du hast es getestet von Condor, aber die Bewertungen bei Amazon sind alle in Englisch und nicht so gut. Das Condor ist, wenn du gut im Handarbeiten bist, hier habe ich erstmal den Griff schmaler gemacht, damit man das überhaupt anpacken kann. Dann ist der Griff gerundet von mir bei diesem K-Tech. Das ist mit Mikata und nicht mit Holz. Dann habe ich hier noch den Anschliff etwas dünner gemacht, damit es besser schneidet, weil es schneidet nicht so gut und das würde ich mir eher wünschen. Das ist ja noch ein kleines Kukri, das Gurkha-Kukri, das K-Tech, kauft dir lieber kurz die Kukri. Hast du mehr von, aus meiner Sicht. Gibt nichts Besseres als Gummistiefel auf der Jagd, Patrika? Nö, finde ich nicht. Ich benutze auch, guck mal, ich habe von Soul Runner diese, wenn wir zum Beispiel pirschen, das ist richtig eine geile Sache, finde ich viel besser. Du kannst nicht alles mit Gummistiefeln abdecken, du kannst da schön leise mitlaufen und so weiter, sind super gut. Papierkutscher, moin, Marc. Moin Buschi, alter Haudegen. Hattest du mal deine Haare fürs Fernsehen kämmen können? Warte. Oh. So besser? Piwi, hallo Matthias. Habt ihr eine E-Mail zu Kurs 3 geschickt? Okay. Klingenwerk. Funktioniert bei Ruhrport Outdoor tadellos. Was denn? Musst mal eben... Ach so, den Zusammenhang verstehe ich jetzt gerade nicht. Moin Matthias, was hältst du von großen Foldern? Ja, ich mag welche, aber man nimmt das S-Bader und so, die trägst auch nicht mehr drum. Zumal, ja, ich habe auch welche von Kurz, ich habe das große XXL Recon. Ich ist ein geiles Messer, aber die sind doch manchmal ein bisschen
ein bisschen überzogen. Coach und Otto Reinter, jetzt zeigt mir bei Dusty mit überhöhtem Alkoholismus, der ist erschreckend trocken aus meiner Sicht. Du, Klingberg, Ausnahme fliegen Regeln. So, dennoch machen die Polizisten weiter mit. Ja, natürlich, es gibt Sohne und Sohne, ne? PayPal sperrte Rechtsanwalt Markus Heinz und viele andere auch, okay. Coach Camper, die Ruhrpott-Psychos sind natürlich nicht trocken zu nennen, okay. Proberaum, Hunde haben eine Seele, ihr kennt das alle mit Sturm, Wind und Treue. Was hältst du von Mora-Messern? Nix, gar nix. Ich kann nicht Messer designen, bauen und machen, wenn ich so leidenschaftslose Messer gut finden würde. Das sind einfach für mich Stanz, Stahl, Plastikgriffmesser ohne Seele. Mora Garbeck war noch das Thema. Warum ich das Mora Garbeck scheiße finde, nicht Waps mehr gekauft und war schwer enttäuscht von der Schneidperformance. Dieses hier zum Beispiel, seht ihr hier, dieses Urmann hat hier irgendwie 3 mm Klingenstärke. Das Garbeck hat 4 mm Klingenstärke, hat aber nur einen halb so hohen Scandi-Schliff wie dieser hier. Der es geht dann nur bis hier und ist dann aber so keilig wie ein Dach. Dadurch schneidet dieses Messer bescheiden. Ganz bescheidene Schneidleistung. Dieses Urmann ist um Längen für 100 Euro besser. Jetzt so, ich habe es als Scandi nochmal die Phase weggeschliffen. Habe ich auch im Video drüber zugemacht letztens. Und das muss man eben auch mal berücksichtigen, ne? Dass hier diese Garbags und so weiter, die sind einfach auch überhyped. Jeder benutzt die. Das ist wie mit irgendwie Tasmanian Tiger Rucksack, Bushbox, Defense 4. Das sind ja schon echte Bushcraft-Klischees, findet ihr nicht? Also das ist ja schon peinlich bald, dieses Klischee. Das sind so wie, ja, es ist schwer auch zu verstehen, warum da so wenig Eigenleistung an Einarbeitung in Themen herrscht, finde ich. Na, wie seht ihr das? Klingen weg, Messer und übermäßiger Alkoholkonsum. Wir haben gestern auch ein paar Bier weggelenzt. Bei uns am Lagerfeuer haben schön gegrillt und die Messer kreisten die ganze Zeit in unserem in der Reihe. Und ich habe gestern ein geiles Messer ertauscht. Ich habe einen Breezer weggegeben und habe dafür einen White River Hunter bekommen. S35VN. So ein geiles Messer. Es liegt so geil in der Hand. Absolut geiles Jagdmesser. Hammer. Ich stehe auf White River Messer. Von White River gibt es auch ein kleines Neckknife, ein hammergeiles Neckknife. Müsstet ihr euch mal, Caper heißt das. Den will ich mir auch nochmal holen. So, wo sind wir denn hier? Denmark wäre das coolste, die might break the temps, but we won't. Yes, the differential hardness of the spine is much more rigid than the cold steel with a straight through hardening process. Ja, Dänemark wäre, hahaha, Mora, Proberaum, Mora, hallo, ja. Lars Reinicke, hallo Matthias, hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Grüße aus Bremen für dich und deine Familie. Ja, danke, Lars. Ja, ein schönes Wochenende hatten wir. Wie gesagt, Messertreffen bei uns, bei mir hinten am Feuerplatz, war herrlich. Hast du vor, demnächst mal einen Fulda zu entwerfen? Vielleicht mit Säge? Nee, habe ich nicht.
Ganz einfach, weil das ist sehr aufwendig und du musst dann Modelle bauen, dass die Mechanik funktioniert, weil du kannst nicht einfach irgendein PubSub-Modell oder ein reines Modell aus dem CAD, da sind immer noch Nuancen drin, dass es dann nicht funktioniert und nicht plausibel ist im CAD-Programm. Pressure. Moin Matthias, ich finde den YouTube-Kollegen Fritz Meinecke so etwas von überzogen, mir mit seinen Videos, und er schreit die ganze Zeit sehr anstrengend zu, scheint sehr anstrengend zu sein. Wie ist deine Meinung zu Fritz? Also, ich kenne Fritz, wir kennen uns. Ich war bei Savotta, habe für Savotta am Stand gearbeitet und er war da und kam rein. Wir haben kurz Smalltalk gehalten, nichts Dickes. Was ich ihm hoch anrechne, ist das Ding, ihr müsst einfach so sehen, auch bei mir fängt das schon an, die Themen zu entwickeln, dass man immer wieder Content liefert. Das wird schwierig und er lebt davon, und je mehr er macht, desto mehr Geld verdient er. Das ist auch so ein Ding. Und das ist natürlich auch irgendwann schwierig zu erfüllen, und meist wird dadurch der Inhalt seichter. Du kannst selten die Schlagzahl erhöhen und noch besser in der Ausführung werden. So will ich das mal ausdrücken. Und von daher muss ich sagen, dass ich aber dennoch größte Hochachtung vor seiner Leistung habe. Der Mensch hat jetzt irgendwie insgesamt da über 1,5 Millionen Abonnenten in Deutschland. Jeder kennt ihn. Er macht was, alles Mögliche. Ist auch wirklich eine zähe Kante. Also er ist ja noch jung. Also ich meine, in seinem Alter war ich auch sehr, sehr sportlich. Ich habe viel Radsport, Joggen und alles gemacht. Da hätte ich mir auch vieles von dem, was er noch jetzt macht, so seine Strecke, Fahrradtour nach Riga und so weiter. Irre, irre Nummer. Finde ich cool, was er macht. Und da ziehe ich schon den Hut vor. Also ich muss sagen, also wie menschlich habe ich zu wenig mit ihm zu tun gehabt, dass ich sagen kann, wie er wirklich ist. Und da würde ich mich auch hier öffentlich zurückhalten, weil ich glaube, das tut nichts zur Sache. Aber die Marke Fritz Meinecke, das muss man erstmal nachmachen. Davon muss man immer eigentlich mal den Hut ziehen, was Fritz da geleistet hat bis jetzt. Ne? Also daher, Chapeau, Fritz. Kennt ihr den Kanal Nugefire von Ted Nugent auf YouTube? Proberaum. Ja, ich kenne Ted Nugent. Ich habe früher öfter was von ihm gelesen. Er macht ja Musik und ist großer NRA-Anhänger und auch leicht rechts angehaucht. Dennoch habe ich von ihm die Ted Nugent-Pfeile, ne? Das hatte ich letztes Mal schon gezeigt, meine Jagdpfeile. Das sind hier die, das ist der Ted Nugent Signature. Na, so. So rum, lesbar. Ne? Das ist so ein cooler Goldtip-Pfeil, den ich schieße beim Bogenschießen. Sehr guter Jagdpfeil auch. Ja, über den Typen selber kann ich nichts sagen. Mora-Messer sind super zum Fischen. Ja, mein Game Warden ist auch super zum Fischen. Ist ein top geiles Fischmesser und hält viel besser die Schneide und schneidet besser. Also ich weiß nicht, was du da jetzt sagst. Ich finde die Stähle von Mora auch viel zu weich und zu schnell stumpf werdend. Auf der Jagd haben wir andauernd Jäger mit Mora-Messern. Die holen dann ihr Mora-Messer raus und erzählen dir, wie scharf das ist. Und aus meiner Sicht, die rasieren nicht mal, von denen meisten die nicht geschärft. Die rupfen im Fleisch rum, sind ganz viele, haben überhaupt die Mora-Nutzer, haben eben nicht handwerklich oft die Expertise und auch nicht die Leidenschaft dafür, dass sie das verstehen, warum es auch bessere Messer gibt. Das ist mir so aufgefallen. Also ich habe jetzt mehrfach Leuten mein Messer dann gegeben, weil die dann nur drin rumgerupft haben auf Drückjagd. Hm? Und die wunderten sich dann, dass so ein Messer einfach so wie so ein Reißverschluss eine Bauchdecke öffnet
und hier durchs Sternum geht, durch das Brustbein und man eben so einmal dann hochzieht am Träger. Und das kennen die gar nicht, weil es einfach nur rupft. Und nein, das sind keine guten Messer aus meiner Sicht. Aber das werdet ihr auch immer wieder. Sie funktionieren und wer kein Geld hat, für den ist das auch gut. Der hat ein Messer in der Hand, aber mehr auch nicht. Und man könnt eben nicht, das ist echt so, wie hatte ich das letztens noch gesagt? Also das ist so, so wirklich wie wenn man das ist so wie irgendwie jemand spielt ein tolles Instrument und du sitzt denn da und sagst, guck mal, die Blechtrommel, das ist doch ein tolles Instrument. Und dann sagt einer, nee, das hört sich doch grausam an, das macht nur boing, boing, boing. Und du sagst dann, und der spielt grandios Gitarre oder so, so kommt mir das vor mit den Mora-Leuten. Die haben eben noch nicht das, vielleicht auch noch nicht das Gute erlebt. Klingwerk, das White River, ist geil, ne? Ich habe ja auch das White River, warte mal eben. Wo ist es? Das White River Sendero, das Fisk Goi. Das ist ein Hammerteil. Hammergeiles Messer. Wunderschönes Jagdmesser und Outdoor-Messer. Tolles Teil, liebe ich. So. Buschmanno, Buschmann, Buschi, Buschmann. Aha. Guten Abend euch allen. Ja, guten Abend, Buschi, Buschmann. Mehr Busch geht nicht, ne? Nee, sei Couchkämpfer. Nein. Mora-Messer schwimmen sogar in Milch. Kann sein, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ah, ja. Oliver Radkowski, oh nice. Ein wenig später dabei. Liebe Grüße von über dem großen Teich. Ja, Grüße an dich zurück hier aus Deutschland. Wo bist du da ansässig? Schreib mal rein. Wo bist du gerade? Was machst du da? Doc Eagle, ist das bei euch auch weniger geworden mit den Mücken? Etwas. Wir hatten so viele Mücken dieses Jahr, dass ich mir sogar eine Thermacell gekauft habe. Ne? Das war dieses Jahr echt heftig. Ich habe wochenlang zerstochenste Beine gehabt, weil ich einfach immer, wenn mir im Sommer nur kurze Hosen trage. Blade Runner, deine Empfehlung, Linda Super Edge, geil. Hab 1 und 2, deckt jagdlich alles ab. White River Hammer, ja, sind wirklich ein Hammermesser, ist das wunderschön. Das ist echt geil. Das ist so ein ganz schlank auch, fein ausgeschliffen, sehr sauber verarbeitet. Also White River könnt ihr so kaufen, da macht ihr nichts falsch, sind aber teuer. Mike Becker, ich war heute auch zu spät dabei, hatte eben einen Buschbock durch den Bildschirm flitzen sehen. Gibt es schon ein Release-Date? Wir sind jetzt dabei, von dem Buschbock hier die letzten Änderungen und dann gehen die sofort in die Produktion. Wir wollen noch hier zwei, drei Sachen verändern. Das ist der Proto, einer der Protos und die gehen dann in Produktion. Wird in spätestens 2 Monaten werden die da sein. Schätze ich mal bei Tools for Gents. Coach Camper, du hast nur 4 Mücken in der Bude gehabt, da musst du mal rausgehen. Bei uns war hier echt, da bist du aufgefressen worden. Wahnsinn. Patrick H., beim Thema Mora-Messer stimme ich dir voll zu. Out of the box, soll scharf, aber gerade mal ein Reh und damit aufgebrochen, schon ist alles stumm. Der Stahl ist einfach viel zu weich. Genau das empfinde ich auch so. Und es ist auch wirklich nicht, das passt doch gar nicht zusammen. Du kaufst dir eine Knarre dafür, irgendwie 2.000, 3.000, 4.000 Euro. Ein Schuss kostet zum Teil 5 Euro. Eine Optik kostet, eine vernünftige Optik drauf, 2.000 Euro. Montage 500 Euro, Schalldämpfer 500 Euro. Und dann packen die sich einen 6 Euro Bauhaus-Mora oder so einen Scheiß an eine Hose, wobei sie sich aber eine Hose von Herkeler kaufen für 300 Euro und Stiefel von sonst was. Aber denn dieses verfickte Mora-Messer dran, das ist so,
Das ist so ein Affront der Stillosigkeit bei diesen Leuten. Und dann steigen die noch in ein G-Modell, so ein AMG G oder ein Porsche Cayenne auf der Jagd und haben ein Mora-Messer am Mann. Da fällt dir echt nichts mehr zu ein. Das ist der, ich weiß es nicht. So. Streich jetzt gerade deinen Kaström. Ja, Kaström macht auch schöne Sachen. Ich hatte letztens ja aus der Versteigerung hatte ich hier einen Kaström für Ritchie, der hat das ersteigert. Dann habe ich da nochmal eben den Scandi nachgezogen. Die sind auch schön. Mit Eichengriff war das. Messerkönig. Ja, Messerkönig hatte ich noch nie in der Hand gehabt. Das ist so eine österreichische Sache. Ja, jetzt sind wir aber jetzt hier schon wieder nur noch bei Messern. Habt ihr noch nicht mal was anderes, außer ich habe dieses Messer und das Messer? Das ist ja ein bisschen langweilig, ne? Oh, bei uns gießt das hier gerade wieder ganz doll. Habt ihr noch ein bisschen jagdliche Themen? Wir hatten hier noch Recurve-Klingen, hatte einer gefragt. Also zu Recurve-Klingen kann ich sagen, dass ich da auch nicht so viel von halte. Der Sinn der Recurve-Klinge ist eigentlich, soll mehr Eindringtiefe erzeugen. Fand ich auch nicht so im normalen Alltag nutzen, bringt dir das nichts. Oh, ich hol mich gerade ein, dass ich so lange auf war gestern. Mora kann man mal als Backup mitnehmen. Nö, nicht mal das mache ich. Ich habe da lieber, dann nehme ich lieber das Victorinox Hunter und habe das in meinem Jagdrucksack oder kauf dir ein schönes Jagdtaschenmesser, was du am Mann hast als Backup. Das ist doch viel besser. Haha, I was just about to buy a pair of trousers from Herkula. Denmark Bear, now in Germany is big selling from Herkula. We have here from, probably from Franconia, you get huge off prices. Zelte, Winkekatze, was ist mit Birke? Birke, der Lebensbaum, ja. Kann man viel mitmachen, schönes Holz. Bietet Shelter, Feuer, alles Mögliche und sogar Essen. Winkekatze, Zelte. Riesenthema. Zelte ist geil. Ich habe viele, viele Zelte. Und ich passe auch meine Zelte dem allen möglichen Sachen an. Im Moment war ich jetzt nicht so viel auf Tour. Aber ansonsten... Oh, Mann. Sorry, liebe Leute. Ansonsten habe ich auch, also ich liebe Lavus zum Beispiel, wenn es richtig kalt ist und du hast so geile jagdliche Standlager, das ist irre. Es gibt so schöne Sachen, was es da an Zelten gibt. Und mit Lavus, mit Feuer, mit Ofen drinne oder sonst was, ist irre. Ich habe tolle Hilleberg-Zelte, unser Keron 4GT hat schon echt alles vor die Fresse gekriegt an Wind und Wetter. In der Arktis, also im subpolaren Bereich, haben wir mit dem Ding in Schneestürmen abgewettert mit 3 Mann drinne und so weiter. Irre toll. Und ich habe eben Leichtzelte wie das Mira 1HL von Expert, auch ganz, ganz tolles Teil. Hilleberg Unna, Hilleberg Nalo 3, irres Zelt. Ja, Expert Andromeda, ganz tolles, Expert Orion, ganz tolles Zelt, finde ich. Benutze ich sehr, sehr gern das Orion. Kommt jetzt 2022 die überarbeitete neue Version raus. Das wird ein Hammer. Freue ich mich drauf. Das wird gechoppt. Ja, was benutzt ihr für Zelte? Patrick, ja, die das orange Mora-Messer im Gummistiefel stecken haben. Ja, das ist so ein bisschen, ja. Winkelkatze, Ali. Ja, Ali ist ein schönes Thema. Ich bin natürlich nun auch überzeugt vom Ali, weil wir das schon so lange Jahre haben. Hat einer von euch einen 15-5er Pathfinder zu verkaufen? Ich suche noch eins. Da bin ich scharf drauf. Fehlt mir noch. Ja.
Ja, Alex 76, wann machst du deine nächste Schwedentour? Ich wollte ja Seven vs. Wild im Mitte September machen. Aber Mitte September geht nicht, weil ich einen neuen Job mache jetzt und dort in eine Verpflichtung eingegangen bin. Daher werde ich das nicht schaffen im September mal eben, da müsste ich mich wieder 10 Tage rausnehmen für Seven vs. Wild. Und ich wollte das parallel mein Seven vs. Wild machen und das Film. Und da mal eben, ich hatte hier von unserem lieben Harry Bölter, der hier auch immer mit im Chat, auf dem Livestream ist, ein lieber Typ ist, dass der eine eigene Insel in Schweden hat. Und ich habe von Harry nämlich die Erlaubnis, auf seiner Insel Seven vs. Wild abzuhalten und kann dadurch auch natürlich, bin dann nicht ans Jedermannsrecht gebunden, sondern habe eben vom Besitzer die Erlaubnis, auch mal einen Strauch abzuschlagen, um mir einen Shelter zu bauen, was natürlich eine ganz andere Ausgangsbasis ist und auch viel echter dann in Bezug auf Survival. Und da hat man dann eine ganz andere Möglichkeit. Ja, wollte ich so gerne machen, klappt aber nicht, weil ich jetzt eine neue Aufgabe habe, die ich erstmal eingehen muss, weil die Busch-Schule, wir sind doch sehr gebeutelt durch die Geschichte mit Corona. Da muss man jetzt zusehen aus der Selbstständigkeit heraus, wie man in Zukunft das weitermacht. Und daher habe ich jetzt mal eben eine Festanstellung, denn ab 15., dass ich wieder meinen Lebensweg in einer normalen Arbeit begehe. Aber eine ganz tolle Herausforderung, Arbeit mit Behinderten, auch im Bereich Outdoor. Geile Sache, freue ich mich irre drauf. Und daher muss ich da eben Prioritäten setzen, weil das sichert mir mein Leben. Die Seven vs. Wild-Nummer wäre mehr Spaß und YouTube-Nummer, die natürlich auch irgendwo ein bisschen was bringt, aber nicht in dem Sinne, wie es mir diese zukünftige Arbeit bringt. So, der Shoot. Hundeausbildung für die Jagd. Ja, ganz umfassendes, großes Thema. Kynologie und die Ausbildung von Jagdhunden. 1,5 Jahre habe ich meinen Schako ausgebildet und es war sehr, sehr anstrengende Zeit. Und wenn ich wieder frei bin, ich hoffe, nächstes Jahr werden wir uns einen Zusatz-Schako holen. Das weiß ich ganz genau. Ich will das jetzt machen. In diesem Jahr ist zu viel Umbruch, zu viel Unsicherheit mit Corona, mit Arbeit, mit allem drum und dran. Ich konnte nichts garantieren, was läuft. Daher hatte ich den Hund jetzt, den Plan eigentlich, mir jetzt noch einen Hund zusätzlich zu holen, für dieses Jahr erstmal aufgegeben. Das werde ich nächstes Mal machen. Ja. Und ja, Hundeausbildung ist einfach, was ich bei allen Leuten sehe, die Hunde im Privatbereich führen, ist mangelnde Konsequenz. Und ein Hund braucht Konsequenz. Immer das Gleiche und immer wieder und nichts durchgehen lassen. Konsequent sein. Das sehe ich andauernd hier bei den, wenn ich mit meinem Jagdhund, der ohne Leine Fuß läuft, der ohne Leine abgelegt werden kann, neben anderen Hunden und der nicht zu den anderen Hunden rübergeht. Das nennt man Ausbildung, vernünftige Ausbildung, die einem das Leben leicht macht, die nächsten 10, 15 Jahre oder was, wie lange ein Hund lebt. Hast du denn Ruhe, wenn du diese 1,5 Jahre spendest? Und die meisten Leute machen das nicht, die binden sich, denn im Gegenüber wohnt so ein Jack Russell, der nur am Kläffen und Jiffen ist und die nur nach Aufmerksamkeit bellt, der einem so auf den Sack geht hier in der Nachbarschaft. Jedem geht der Hund auf den Sack. Aber ja, aber die Leute checken das nicht, was sie da falsch gemacht haben oder falsch machen. Jelang, hast du Tipps von guten Schreckschusspistolen? Nee, sorry, ich kann dir sagen, was ich für Pistolen benutze. Echte, aber ich habe keine Schreckschusspistolen, weiß ich nichts, gar nichts drüber. Hm? Louis M., schönen guten Abend aus Lappland. Ja, cool. Wo bist du da ansässig? Ich war sehr oft in Lappland, meist im Winter. Also nee, ich war noch nie im Sommer oder so in Lappland. Ich war nur immer auf Wintertouren in Lappland. Abisko, Gällivare, Rietzem, Vekettovare, die Ecke, da bin ich abgelaufen. Alles Mögliche im norwegischen Bereich rüber.
Rundtouren gemacht mit Pulka und Ski und Zelt. Erzähl mal, wo du da bist. Stefan Baudisch. Moin Matthias, was hältst du von EK-Messern? Nicht viel. Das EK-Messer W11 ist auch vom Anschliff nicht schneidig genug. Würde ich, wenn ich es hätte, erstmal nacharbeiten. Und der Griff ist sehr schön, schön gemacht mit diesem Holz, aber ist nicht so meins mehr. Würde ich jetzt, früher fand ich das ganz gut, aber jetzt nicht mehr. Da gibt es einfach Besseres. Sehe sowas hier. Ne? Das ist besser. Da kaufe ich mir lieber sowas. Und Grüße nach Osterholz von hier aus Achim. Lars Reinicke. Gut, dass du eben schon mit dem Hund draußen warst und jetzt nicht kommt der Regen garantiert gleich von dir rüber. Okay, ich weiß nicht, was haben wir überhaupt für einen Wind? Haben wir Ostwind? Nee, dann kommt bei dir nichts rüber. Das meiste haben wir Westwind in letzter Zeit. Busch war cool, da warte ich drauf. Ja, lohnt sich darauf zu warten. Oh, hier war gerade wieder ein Sprung. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Hundeausbildung, da waren wir. Kannst du eine Jagdschule empfehlen? Es ist ja so, was soll ich dir empfehlen, eine Jagdschule? Ich habe eine Jagdschule, Marc, wo ich vor x Jahren meinen Jagdschein gemacht habe. Weiß ich, ob die jetzt noch gut ist oder nicht. Was war damals? Kann ich dir ja auch nicht mal sagen, ob die jetzt... Ich habe meinen Jagdschein dort gemacht, weil ich in der Gastronomie gearbeitet habe. Wie viele Schichtdienstler, die einen Jagdschein machen wollen, bleibt dir nichts anderes übrig, dass du den Schein in der Jagdschule machst. Ich hätte es gern auch hier in der Jägerschaft gemacht. War aber keine Chance, weil ich immer am Wochenende arbeitete und in der Jägerschaft fast alles, was Jagdausbildung ausmacht, am Wochenende stattfindet. Daraufhin habe ich mir im Wiengebirge, Jagdschule am Wien, ich weiß gar nicht mehr, wie das da hieß, irgendwie so, habe ich das gemacht. Die haben das recht flott durchgezogen, 3 Wochen intensivstes Gebüffel, von morgens bis abends. Das war sehr, sehr anstrengend. Wir haben da also intensivst gebüffelt, um den Kurs, um den Schein zu packen. Hinterher warst du so durch, also 3 Wochen ist sehr anstrengend, also macht euch nichts vor, das wird ja immer so getan, als wenn da das Pensum, was du da lernst, wir gehen hier, sind ja das gesamte Jagdschulpensum sind wir ja auch durchgegangen und dann hast du dann noch die Prüfung hinter, zwischendrin Schießprüfung und all so ein Kram, dann Schießübungen, dann noch Naturkundemuseum besuchen und all so ein Quatsch. Das war sehr anstrengend und jetzt, was ich eigentlich dazu sagen wollte, da ich nur diese Jagdschule kenne, kann ich dir nicht sagen, ob das die beste ist oder ob das woanders besser gemacht wird. Ich habe da meinen Schein gemacht, das hat geklappt und das war okay so. Die war nicht die teuerste, das war's. Aber so, das musst du selber und du musst ja auch irgendwie, das muss bei dir in der Nähe sein, das muss alles passen. Ne? Ja. So. Patrika, erzähl doch mal bitte, so für Krachleiten verwendest, immer noch die 202 und die Ticker T3. Ja, ich benutze Ticker T3 243, eine T3 Lite ist das, in links. Ich habe eine CK CTR in 308 in links. Ich habe eine Sauer 202 Outback in 270 Winchester. Dann habe ich meine alte Sauer 202, auch beide Sauer mit Synchro XT Lochschaft, auch in links mit 3006 und Heavy Medium Lauf. Jetzt mit Schalldämpfer drauf und einem Leica Zielfernrohr. Dann habe ich noch eine Merkel SR1. Ich habe für Drückjagd. Dann habe ich noch, also mit der T3 schieße ich immer noch gerne Rehwild. Die T3 Lite mit 243 mache ich sehr gern das Kaliber und dann habe ich noch eine Bockbüchsflinte, das war so ein Ding von früher, was ich immer haben. Und die hat man dann ja und ich benutze die auch ab und zu mal. Ansonsten benutze ich für Drückjagden habe ich noch eine Marlin Guide Gun in 45-70.
So. Mora-Messer sind doch super im Garten zwischen den Gehwegplatten beim Rasen rauskratzen. Jedes Messer hat sein eigenes... Ja, Ralf. Doof, Mann. Das darfst du jetzt nicht zu laut sein, sonst bist man dann wieder arrogant. Guten Abend. Leider habe ich es nicht eher geschafft. Bernhard, alles gut. Bernhard Schmitz. Bist ja nun da. Wir sitzen ja noch eine Weile. Wie viel? Jetzt haben wir es 9:30. Wie viel haben wir denn? 154 Leute hier und 88 Likes. Wollt ihr nochmal Likes drücken? Wenn ihr dabei seid, könnt ihr auch noch abonnieren. Wäre natürlich auch eine coole Nummer. Denn nur 20% der Viewer sind Abonnenten. Schade eigentlich. Ne? Daher abonnieren und Glocke drücken. Also ist schon eigentlich echt heftig, dass so viele Leute das gucken, aber nur 20% davon Abonnenten sind. Wie brandsicher ist die Buschbox, Paul Winkler? Weiß ich nicht. Hab keine. Ich habe einen Künzi Magic Flame. Leute, da kannst du. Viele legen jetzt ja so eine Carbon-Matte unter. Oder eine alte Schweizer Matte, ein Stück. Dann hast du da keine Waldbrandgefahr vom Boden her. Wie sicher das Ding ist. Also, wenn da irgendein Funken irgendwo hinspritzt, das ist genau das gleiche wie ein Lagerfeuer. Nur eben in der Box drin. Und wenn das irgendwo ein Funken durch die Luft irgendwo in Laub reingeht, dann kann das da genauso brennen. Also von daher ist das eine trügerische Illusion, dass sowas sicherer ist und als ein anderes Feuer. M&S High, nutzt du Wärmebildgeräte zur Vorsatz oder Handgeräte? Und wenn ja, welches und warum? Ja, benutze ich. In Brandenburg jagen wir jetzt auch gerade Schweinepest, ASP. Da ist es einfach zwingend erforderlich, gerade mit Sauen, dass man eben, und ich habe einen Pulsar Core und einen Pulsar als Vorsatzgerät und einen Pulsar Quantum als Spotter. Brauchst beides, weil Vorsatz und dann erst dann drauf machen, das dauert alles zu lange, deswegen auf der Waffe das fertig und dann als Spotter ein Thermalgerät, damit du rechtzeitig weißt, wenn was kommt. Weil man guckt ja nicht die ganze Zeit mit der schweren Waffe immer hin und her und scannt damit. Das machst du lieber mit einem Handgerät und guckst dann im Dunkeln hin und her. Dein Favorit bis September, worauf bezieht sich das? Welcher Favorit, Winkelkatze? Ich weiß nicht mehr, was du geschrieben hast. Hat jemand Erfahrung mit Buschbox im Zelt, ohne dass alles abfackelt? Du kannst sicher die Buschbox sehr gut in so einem Lavu, so einem Baumwoll-Lavu oder was benutzen. Also so ein Chum, was ich ja auch habe. Ich benutze ja gerne die Chum-Sachen. Ganz, ganz tolle Sachen. Kennt ihr sicher auch von Rune Malte, Bertram Nielsen. Das 4P, ich habe das 2P, 4P und das 1P. Ganz, ganz tolle Zelte. Das 1P ist ein richtig geiles Tarp-Shelter, so mit Lagerfeuer. Absolut der Hammer. Hatte ich letztens so eine Wanderung im Winter gemacht mit meinem Kumpel Hendrik. Müsst ihr mal suchen bei mir. Steht auch immer Chum 1P oder so. Bernhard Schmitz, gibt es schon ein Update zum Jamboree? Nein, kann ich dir noch nicht sagen. Ich warte jetzt ab, was passiert mit der Regierung, was nach den Wahlen passiert, ob die dann komplett frei drehen, wenn wir dann die richtige Regierung an der Macht haben, dann haben wir ja hier eine Diktatur. Die ganzen, da bin ich jetzt doch mal politisch, die ganzen Grünwähler wollen ja eine Diktatur. Denen ist nicht bewusst, sie müssen alle mal, die das Grün wählen wollen, kann ich nur sagen, lest euch das Parteiprogramm durch. Da kommen euch die Nackenhaare hoch, was da drin für Forderungen sind. Das hat nichts damit zu tun, dass 1945 bei der Befreiung Deutschlands zur Erlangung dieser freiheitlichen Rechte so viele Menschen gestorben sind. Das ist ein Tritt in die Fresse für all die Toten, dass wir hier dieses Deutschland sich so entwickelt. So. Coach Camper, ja, bei uns nicht. Du kannst ja mal machen können, dein Fenster aufmachen und bei Mücken. Wie bei uns wäre das nicht
gegangen. Du wärst dran gewesen, aber wie? Hat's ausgesehen wie ein Streuselkuchen. Lars Knacken, ich war bisher einmal in Schweden auf den Kungsleden mit Freunden. Wir hatten Autan dabei. Das hat gar nichts gebracht. Bis wir uns in Jokkmokk Netzhüte gekauft haben, war echt die Hölle. Ja, es kann einen fertig machen. Ich habe das in Finnland gehabt. Die haben mich so zerstochen. Winkelkatze, ich liebe das Alli, ich suche es. Ja, das. Es gibt keine Allis zu kaufen, sonst gab es immer einen guten Gebrauchtmarkt, wo man mal was kriegte. Nix, gar nichts bei eBay Kleinanzeigen, nichts. Also durch Corona hat sich, glaube ich, jeder so ein Ding gekauft. Alle Gebrauchten sind vom Markt. Es gibt keine Überschüsse. Es ist alles verkauft, wie mit Fahrrädern auch. Ne? Das ist Wahnsinn. Versuch mal, irgendein Fahrrad zu kaufen, ein Gravelbike oder irgendwas. Selbst bei eBay Kleinanzeigen zahlst du für Gebrauchte so viel, wie sie neu gekostet haben. Wahnsinn. Apropos Gravelbike, da will ich jetzt demnächst angreifen. Ich möchte Bikepacking machen und da schöne Touren machen. Da habe ich richtig Lust zu. So. Was jagst du mit Nachtsicht Wärmebild auf dem Zelt? Was ist bei dir erlaubt? In Bayern ist das zum Glück jetzt schon recht lange erlaubt. Nein, in Bayern ist es erlaubt mit einer Sondergenehmigung. Hier in Niedersachsen und in Brandenburg zum Beispiel ist es erlaubt ohne Sondergenehmigung. Da darfst du auf Sauen mit diesen Geräten schießen, nicht auf nichts anderes. Ne? Dürfen die bei Seven vs. Wild auch? Ist auch Privatgelände. Jagd geht nicht, Holz dürfen sie wohl schlagen. Ja, bin ich mal gespannt. Dann würde ich. Ja, ist schwierig darzustellen, ne? Alex, wünsche dir viel Erfolg mit deiner neuen Aufgabe. Hoffe, es läuft, wie du es dir wünschst. Ja, das im Vorfeld hört sich das schon mal sehr gut an und ich bin schwer aufgeregt. Freue mich auf die neue Aufgabe, ja, danke. Neue Arbeit. Das, was du letztens im Video gesagt hast mit den behinderten Kindern. Ja, genau. Da aktuell die Blattjagd eingesetzt, hast du locker am Mann? Wenn ja, welchen? Ich habe diesen Nordic Row, den ich aber nicht so gut finde. Ich habe so einen Fuchslocker, der eigentlich eine Hasenklage auch ist. Den ziehe ich raus, drehe den um und blas da rein und habe dann einen Kids-Fieb. Den benutze ich immer, weil der ist so universell. Ja, aber eigentlich kannst du auch ein Blatt nehmen. Also eigentlich sind die ja in der Blattzeit so blöde. Die kommen ja, da kannst du auch, wenn du hoch in hohen Tönen furzen kannst, kannst du damit auch Böcke ranblatten. Ne? Vitamin D3 und K2 hilft auch gegen dieses Magnesium, etwas Magnesium dazu und gut ist. Das muss ich mal ausprobieren, Proberaum, weil ich bin ein echtes Mückenopfer. Alexander Müller, auch hi und wieder mal gut Fahrt aus Pferden. Kennst du das Muela Springer? Nein, kenne ich nicht. Da war eben wieder ein Sprung. Warte mal. So, wo bin ich? Bin momentan in der Ausbildung von meinem 18 Monate alten Deutsch Kurzer. Im September steht Solms und Brauchbarkeit an. Wahnsinnig anstrengend das Ganze. Ja, kann man nur sagen, wer es noch nicht gemacht hat, weiß nicht, was da auf einen zukommt. Ist auf jeden Fall toll, dass du das machst. Wir haben viel zu wenig Hundeleute. Die Leute sind nämlich sämtlich alle zu faul, sowas zu machen und sind sehr bequem geworden. Patrick H. und ich, Depp, spinne mir jetzt schon was zusammen mit einem zweiten Hund danach. Ja, ich wollte gerne, dass Chaco noch sein Wissen ein bisschen vererbt. Und ich weiß, dass auch alte Hunde wieder ein bisschen jung werden mit einem jüngeren Hund. Das wird ihn noch ein bisschen aufleben lassen. Vollgas, wie schaut es in dem mit Schießständen? Ich habe hier 500 Meter von mir unseren Schützenverein, gehe da aber nicht so oft hin, aber ich mache immer die Meisterschaften mit, schieße auch sehr gut Pistole, also ich
mache regelmäßig einen Kreismeister oder Vereinsmeister. Das ist mit Pistole 5,9 Para, 45 ACP oder so in dem Bereich bin ich gut unterwegs. Paul Singler, Real Talk zu vorleben. Wie viel Liter Trinkwasser pro Person mindestens? Hol dir doch in der Rotation immer die PET-Pullen rein. Besser mehr als was du. Es ist ja auch eine Sache, wie viel kannst du dir leisten? Und wie viel willst du aufwenden? 200 Liter plus wäre schwer zu empfehlen, ja. Kann man machen. Wir kaufen sowieso immer für die Familie hier literweise, weil wir eine große Familie haben. Einmal die Woche werden hier Wasser gekauft, sodass wir sowieso kistenweise Wasser hier rumstehen haben. Ja, aber ansonsten mache ich da nicht so viel Prepping. Da habe ich auch irgendwie keine Zeit für. Das, da kann man sich auch mit verlieren mit dem ganzen Scheiß. Mit der Jagd habe ich schon genug zu tun, mit allem, was hier im Haus anliegt. Also ich verliere mich da nicht auch noch in dieser Vorratshaltung. Kann man machen, ist auch okay, soll jeder, aber ich habe da keine Zeit für. So, Patrick, ja, 3 Wochen. Jagdkurs ist schon sehr anstrengend, Patrick. Aber die Zeit in der Jagdschule war trotzdem einfach richtig schön. Und man hat wirklich Interesse daran, hat, ist das halb so wild. Ja, man, es ist auch so. Also das ist ja auch eine Lebenseinstellung, die sich da entwickelt. Sag immer noch Leuten, immer wieder wird dir gesagt, dass das ein Hobby ist. Nein, ist kein Hobby. Das ist viel zu weitführend für ein Hobby, weil wenn ich irgendwie nicht Tischtennis spielen will und im Tischtennisverein bin und ich an dem Tag keinen Bock habe, dann gehe ich da einfach nicht hin. Jagd ist Pflicht. Du hast die Pflicht zur Bejagung in dem Revier. Ne? Das wissen viele nicht. Und dann wird aus dem Pflicht, das ist ein Ehrenamt und das hat nichts mehr mit Hobby zu tun, wenn ich etwas tun muss. Das ist eine Profession und Passion, die ineinander übergeht mit einer allgemeinen für die Allgemeinheit wichtigen Aufgabe. Patrick, hab dich schon abonniert, seit du die Videos von dem Schako als Welpen hochgeladen hast. Genau, das ist 12 Jahre mittlerweile her. Wahnsinn, ja cool. Nee, 11 ist da, wird er jetzt im Oktober. 11 ist Schako. Louis, ihr seid leider noch nicht ansässig, aber wir arbeiten dran. Wir sind in der Nähe von Sorselle. Da war ich noch nicht. Da weiß ich jetzt auch gar nicht, wo das ist. Das muss ich nachher mal gucken. Urban Dirker, was macht die Planung für das Bushcraft Jamboree? Gruß aus Hessen. Planung erst, ich denke drüber nach, wenn ich irgendwas höre von unserer Regierung, ob die wieder den sich Corona-Variante 99 ausdenken und wieder einen Lockdown planen, was bei denen ja sehr nahe liegt. Obwohl die meisten Leute ja schon jetzt geimpft sind, scheint sich das ja nicht auf deren Planung auszuwirken. Aber ich will, wenn das dann soweit ist, werde ich nach der Wahl gucken, wo sich das hin entwickelt. Und dann würde ich dann im Herbst mit der Planung, Anfang Spätherbst, November, und dann die ersten Firmen anschreiben. Ich brauche viele Firmen. Ich arbeite mit vielen Firmen zusammen, habe da auch gute Kontakte zu allen möglichen Firmen. Das ist cool. Und ja, da musst du bloß dir auch erstmal einen Wolf telefonieren, mundfusselig reden wieder und die Leute da einfangen. Die meisten sind ja schon dabei, die ich habe. Die Firmen sind da, freuen sich, wenn sie da mitmachen. Und ja, das wird dann, würde dann was werden und dann wird das im Mai stattfinden wieder. Leberwurstbrot, wie regelst du das mit der Staubschutzabsaugung in deiner Messerwerkstatt? Ich habe eine große Absaugung, die am Bandschleifer absaugt. Ich trage währenddessen Maske, ich trage Gehörschutz und Schutzbrille. Die Absaugung saugt sehr gut ab
und geht erstmal in ein Auffanggerät und von da aus geht es noch raus mit einem Rohrsystem aus dem Haus durch ein Fenster, wo ich ein Loch reingesägt habe, mit einem PG-100-Rohr geht es dann nach draußen in die, sodass der Staub, der noch gelöst ist in der Wirbelluft, nicht wieder in den Raum reinkommt. Und dann hast du eigentlich recht, aber dennoch musst du nach ein paar Mal schleifen, immer wieder gut nochmal saugen, sauber machen, abwischen und so weiter. Es ist einfach ein extrem staubempfindlich, die ganze Sache. Ne? Also Monster, wir sind in einer Diktatur. Also ich würde meine Waffen ja nicht als Waffe einsetzen. Das ist für mich ein Werkzeug für die Jagd. Und ich hege keinen Groll gegen Menschen, dass ich meine Waffen einsetzen will. Sorry, da bist du jetzt auch ein bisschen falsch gewickelt. Kein Plastik, die Kohlensäure hält. Saug mir was Besseres als Trinkwasser vor, lieber mit Filter direkt aus dem Fluss. Was schlägst du vor? Ja, wenn das denn so wäre, dass ich hier kein Wasser mehr, die Wasserleitungen versagen, dann müsste ich irgendwie versuchen, hier bei uns an der Weser oder so mir meine großen Kanister zu füllen mit der Pumpe. So. Ja, Linux, du machst hier gerade ein paar Vorschläge zu Schreckschusswaffen. Ronny L., tut gut. So. Lars Knappen, wie schützt du dich in Schweden gegen Mücken? Also ich habe bis jetzt immer Jungle Oil ja benutzt und jetzt habe ich mir noch eine Thermazell gekauft. Jungle Oil war eigentlich immer sehr heftig, aber es ist auch milder geworden. Früher hast du da, wenn du was auf die Lippen gekriegt hast, dann so fühlte sich das an, als wenn du gerade vom Zahnarzt kommst, so von diesem Diet. D-E-D. D-E-E-D. So. Thema Bündnis 90 Grüne ist leider wirklich echt gefährlich. Wenn die Grünen gewinnen, gibt es ganz steil bergab, von der Jagd ganz abgesehen. Die können wir dann ganz an den Nagel hängen. Na, werden sie ja sehen, ne? Was war aber. Wo ist der Sprung hier? Wahnsinn. Finde ich das hier nicht. Da ist er. Ach, Scheiße, ich muss das immer schnell markieren. Paul Winkler, Fahrräder, Grafikkarten, Lebensmittel, bemerkt irgendjemand steigende Preise? Ja, es geht alles nach oben, ne? Grafikkarten, alles. Mein Sohn hat sich gerade einen Gaming-Rechner geholt. Ich habe seinen alten gekriegt, weil er auch so eine Gaming-Kiste hatte. Den muss ich jetzt nochmal umbauen mit meinem, weil meiner auch leistungsmäßig langsam wegen der Videoschnittprogramme am Ende ist. Das ist ja richtig hochgegangen, ne? Da merkt man, dass da irgendwas, das nennt man Inflation, die massiv stattfindet, dadurch, dass die Kaufkraft zurückgeht von unserem Geld. Wenn die ganzen Heinis da oben unsere Steuergelder im Vorfeld verpulvern, bevor wir die überhaupt eingenommen haben. Ne? Unser werter Herr Spahn, der für 100 Milliarden Masken aufgekauft hat. Fürchterlich, da fällt mir nichts mehr zu ein. Patrick, richtig, in Bayern ist Nachtsichttechnik schon lange per Sondergenehmigung erlaubt und über einen Großteil der Landkreise hat auch mittlerweile generell per Allgemeinverfügung freigegeben. Ach so, das ist gut. Ich weiß das nicht so genau, ob das mit Allgemeinverfügung, weil ich weiß nur, dass das eben nicht überall einfach so benutzbar ist. Linux, Matthias, eure Mücken sind echt völlig gestört. Schätze, man ist sogar bei geöffneten Fenstern nur im Imkeranzug sicher, ja. Ja, Linux war gerade bei mir und die sind echt, du merkst die Stiche auch, die tun richtig weh. Das ist echt heftig hier bei uns.
Aha, du hast auch die Thermazellen, ne? Also ich habe sie auch und seitdem, wenn du denn irgendwo sitzt, ist wirklich gut. Funktioniert super gut. Hast du dir auch die Thermazellkartuschen schon umgebaut? Dass du dann Ventil eingebaut hast zum Nachfüllen? Regelmäßig Schwarzkümmelöl hilft gegen Mücken. Ja. Monster Jackie ist geil auf Witz, aber die will sie töten. Aha. So, hi an alle. Besser spät als nie dabei. Silas, Footbenter. Hi, schönen guten Abend an dich. Wie spät haben wir es denn? Ja. Botnik-Bows. Ich habe meiner Frau, die hat sich gerade hier einen Botnik gekauft. Wo ist er denn? Ach, der ist in der Tüte hier drin, so ein einteiligen. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber der ist echt schön. Da hat sie sich was Gutes gegönnt. Ich selber habe keinen Botnik. Ich habe Hoyt, ich habe Samick, ich habe Fred Bear und Predator. Predator Hunter und ein Predator Phoenix. Hans-Jörg Wurzer, welcher Schleifwinkel ist beim Natrix optimal? Weiß ich doch nicht, schreibt die freie Hand. Ich weiß auch nicht, in welchem Winkel die geschliffen sind vom Werk. Die werden meist 20 Grad haben oder sowas. Ich mache ein kleines Messer, kannst du ja ruhig steiler schleifen, dass die Schneidphase möglichst nicht zu platt ist, die Sekundärphase, damit es besser schneidet. Schneidest du gern gut, mach den Winkel platter. So. Linux, WLAN, vermeide es, in irgendein Geschäft zu gehen und in eine aktuelle Schreckschuss gekommen. Alles minderwertiger Druckguss, alles. Also aneinander gepresste Luftblasen in der Hoffnung, dass es hält. Aha. Ja, die waren, sollen früher besser gewesen sein. Deswegen haben sie ja früher auch viele sich daraus denn scharfe Waffen aufgebohrt, ne, weil das noch vernünftiges Vollmaterial war. Er kauft wohl das geilste Glas auf. Stimmt das? Wer kauft das wo auf? Linke Katze, du schreibst, entschuldige, immer sehr bezuglos, sodass ich nicht mehr weiß, ich weiß, habe jetzt so viele Antworten beantwortet, dass ich nicht mehr weiß, worauf du dich beziehst. Tut mir leid, ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Papierkuscher, was sagst du zum Thema Blackout? Nach der Hochwassergeschichte bin ich in Sachen Vorsorge durch die Regierung sehr skeptisch. Was sagst du dazu? Papierkutscher, es ist so, dass du dich vor. Ich habe das 2017 selbst erlebt, wie du, wenn dein Haus absäuft, dann da kannst du dich irgendwie kaum vor schützen, wenn dann wenn das Wasser so doll steigt, dass es in deinen Stromkasten reinfließt und der Stromkasten im Keller ist, dann hast du Arschkarte. Dann kannst du noch froh sein, wenn du dann ein Aggregat hast, dass du dir das da trennen könntest und den dann so laufen lassen könntest, dass du hier im Haus zumindest ein bisschen Strom hast. Und wenn das dann im Winter passiert oder im Herbst, Spätherbst, wo es kalt ist und dann kannst du nur froh sein, wenn du irgendwie in deinem Haus noch einen Ofen hast oder irgendwas. Von daher kann ich nur sagen, was wir zumindest gemacht haben, wir haben unseren Holzofen, wir sind da ziemlich unabhängig, was Heizung angeht. Keine Zeit mehr, ein paar Kisten Wasser mehr zu kaufen. Wir haben immer einen Riesenhaufen Kisten Wasser hier. Da hast du recht, ich könnte das machen, aber ich habe auch keinen Bock auf diese Rotation. Wenn, dann ist das so, dann fahre ich mit dem Anhänger und nehme meinen IBC-Container und fahre dann eben zur Weser und zapfe mir da Wasser.
Monster. Du hättest Interesse, den Jagdschein zu machen. Ja, kannst du machen. Dann solltest du aber auch in Zukunft vielleicht vorsichtiger mit solchen Aussagen sein, wie da musst du jetzt, denk an die Verfassungsschutzabfrage für Jäger. Deswegen wirst du auch sehen, dass ganz viele sich nicht mehr so kritisch, sehr kritisch als Jäger dazu äußern. Und das kann dich ganz schnell, kann das ein Boomerang werden. Monster Jack, Schako meinst du, meinst meinen Hund. Schako heißt der. Als Wildsau-Aufscheucher ausbilden, das wäre easy. Aha. Oder meinst du mich damit? Willst du mich als Wildhund, Wildsau-Aufscheucher? Ja, das ist ein Vorstehhund meiner, der auch sehr gut wild anzeigen kann, aber das ist kein Stöberhund in der Form, der wild auf die Läufe macht. Das ist ein Sucher, der sucht und ist leise dabei. Urbanex, ja, ich wäre sehr gern beim Bushcraft. Danke für die Antwort. Ihr kriegt das, wenn ihr meinen, ja, wie gesagt, Kanal abonnieren. Wenn ihr dann, sobald das losgeht mit dem Jamboree, dann kriegt ihr eine Infoadresse dazu und dann geht das los. So. Ich glaube, bei fast allen Patrika zieht sich das Thema Natur bis in die Kindheitstage durch. Leider wird das Jagdschein machen inzwischen zum Volkstrend. Ja, wir haben das Problem, dass es es gibt viele Jäger, die auch keine Jagdmöglichkeiten mehr haben. Ne? So, moin moin. Spät, aber ich habe es noch geschafft. Reika Reitsport, hallo, moin. Ja, es ist schon spät, ne? Wie haben wir das denn? Es ist schon gleich 10. Hast du schon mal mit gefährlichen Tieren wie Wölfen und Wildschweinen zu tun gehabt? Ich schieße die Wildschweine meist tot. Wölfe dürfen wir nicht tot schießen. Und ansonsten Wildschweine ständig, ja. Reihe, Garage. Baust du noch Messer? Ja, zwischendurch baue ich mal welche. Mache ich noch. Vitamin D3. So, ja. Paul, danke, dass du auf meine Kommentare eingehst. Du bist im echten Rückkanal mit deinen Zuschauern. So soll es sein. Ja, danke dir. Ich denke, darum mache ich doch hier mit euch diesen einmal im Monat diesen Livestream, der auch, so wie ich sehe, sehr, sehr gut angenommen wird von den Leuten. Und mir bereitet das ja auch Freude. Man kann da echt... Ist ja auch eine Nähe denn da, wenn ich habe ja so viele hier aus dem, die beim Chat dabei sind hier. Man kennt auch einige schon von Treffen und ich finde das ganz, ganz großartig, dass man so auch einen Bezug zueinander hat. Jamboree in Ungarn nach der Auswanderung, da wollt ihr euch zwangsfritzen lassen. Mal gucken, was da noch passiert, ne? Patrick H., genau das Rückschlagventil aus der Thermazellkartuschen war das Erste, was ich rausgemacht habe. Sparks reingeschraubt und rausgezogen. Funktioniert einwandfrei. Nee, ich mache das anders. Ich klebe unten ein Feuerzeugventil ein. Das finde ich noch eleganter. Hast du Erfahrung mit Teelichtöfen?
Der Baerbock Winter 2021 kann auch in der schon geheilt werden. Nee, ich habe so einen Teelichtofen nicht. Den wollte ich mir mal holen. Hast du so ein Ding? Also ich fand das ganz spannend für so harte Winteransätze, wenn du dann da ganz lange die Nacht durchsitzt in so einer eisekalten Kanzel. Ist ja so ein Ding, was die meisten Leute sich gar nicht vorstellen können, wie eiskalt das sein kann, wenn du bei minus 10 Grad stillsitzend in so einer Holzkiste da hockst. Weil du das kannst dich ja nicht bewegen, kannst da nicht rumtanzen oder was. Eine Visi-Plattform, die Visi-Plattform schon jetzt von deinem Sohnemann einrichten, falls Zensur und Kanalabschaltung kommen soll. Der Wechsel für deine 19.000 User sollte jetzt schon erfolgen. Meinst, ja, ich bin da zu faul gerade zu. Ich habe auch zu viel anderen Kram gerade um die Ohren. Mit was für einem Zuggewicht schießt du denn deine Bögen, Mr. P? Ich schieße 50 Pfund Recurve oder auf dem Finger, also keine Compounds. Ich habe einen Compound, einen alten Holt, Compound. Aber das fand ich irgendwann langweilig, weil man damit ja immer trifft. Das ist ja nichts Besonderes dann mehr. Das war mir zu technisch. Und dann habe ich umgestellt auf Recurve. Fand ich dann irgendwann spannender. Ray Garage hätte wirklich ernsthaft Interesse an einem Neckknife. Gibt es da viel zu kaufen oder sowas? Nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, was suchst du für einen Neckknife? Ich baue ja auch so ein dieses Scalpoon. Muss mal bei YouTube eingeben. Bushknife Scalpoon. Ansonsten, was ganz geil ist, ist eben wieder von White River das Caper. Ein geiles Teil. Paul Winkler kommt wieder mit seinem Seal-Pub. Patrick, Schreckschusspistole braucht keine Sau. Hat mir tatsächlich eine Hundeausbildung für die Hundeausbildung gekauft, um nicht immer die Flinte mitschleppen zu müssen. Aber für was sollte man sonst sowas brauchen? Ja, stimmt auch. Ich weiß auch nicht, was man damit soll. Ne? Kennt ihr die Szene bei Snatch, Schweine und Diamanten? Ne, mit Replika, wo er dann die Desert Eagle 50 AE da rausholt. Was ja wirklich interessant wäre, ein Easy 4 zum Beispiel aus ordentlichem Stahl, anständigem Schliff. Jackknife könnte das ja bestimmt bauen. Wenn dann noch 1:1 die Griffschalen passen würden, wäre das eventuell was. Ach du, da habe ich keinen Bock drauf, das Messer zu kopieren. Das würde ich dann ja wieder anders bauen. Urbanext Dirke, hab dich schon lange abonniert? Ja, ich sage das nur mit dem Abonnieren, weil eben ganz viele nicht abonniert haben. Es sind nur 20% der Leute, die bei mir glotzen, sind Abonnenten. Im Prinzip ein Hypermesser, was grenzwertig ist, einfach perfekt zu machen. Ja, das Easy 4. Also ich finde, das Easy ist zu klein für einen Scheuel. Daher finde ich das eigentlich gar nicht gut. Na, es hat einen großen Hype erlebt. Aber so richtig geiles Messer ist es eben nicht. Ein Strong Arm ist ein gutes Messer. Ich habe auch einen Strong Arm. Die sind gut. Kannst auch gut mit werfen. Kleines süßes Neckner, wäre das Condor Ötzi, Survival Sprosse. Hast du das mal gehabt? Also ich habe das hier, das eine Nummer größer. Diese Chipflint-Oberfläche sieht zwar ganz witzig aus, aber dadurch schneidet das Messer scheiße. Hm?
Blade Runner 01, der Livestream ist besser als das gesamte Fernsehprogramm. Bush Live und der Sonntagsabend ist gerettet. Wenigstens ein geiler Sonntagabend im Monat. Danke dir. Ja, ist lustig, ne? Ich fahre nächste Woche. Ich habe das ganz schnell, ihr hattet mich ja gebeten, dass ich das viel eher ankündige. Ich habe es ja erst 3-4 Tage vorher nur angekündigt, dass ich einen Livestream mache. Tut mir noch leid nochmal in eure Richtung. Ich wollte es viel eher ankündigen, aber mir ist aufgefallen, dass ich nächste Woche am Wochenende nicht da bin. Da bin ich mit meiner Frau in Mecklenburg, machen wir noch eine Woche Urlaub, bevor ich meinen neuen Job anfange. Und daher war das Thema eben, dass ich jetzt den schnell noch den Livestream, ich denke so, oh, ist ja Monatsanfang, zacki, zacki, da muss er noch bei. Und dann, ja, ich bin heute auch echt ein bisschen müde. Wir hatten gestern auch ein paar Bier gelenzt und es ist sehr spät geworden und irgendwie zu wenig Schlaf. Daher habe ich mich heute Nachmittag nochmal hingelegt und nochmal festgepennt, aber dennoch bin ich trotzdem müde. Ja. So, ich versuche das auch immer einzuhalten mit dem einmal im Monat. Ich denke aber auch, dass ich das schnell, sonst, wenn du das zu oft und zu viel machst, kaputt juckelt, so eine, diese Livestreams. Ich finde, das ist bei vielen schon inflationär viel Livestream und es wird dann auch langweilig, weil die ganzen Weisheiten, die man davon sich gibt, werden dann doch schnell wiederholend. Oder wie seht ihr das? Jelen Teelichtöfen, wollt ihr mir schon... Wolltest du dir schon selber bauen? Aha, man braucht Blumenunterteller, Gewindestange, 6-8 Schrauben und 2-3 Blumentöpfe. Gute Idee, das Thema bezüglich Baerbock-Winter. J-Lang, das mit dem Teelichtofen, es gibt einen bei Askari oder so, bei den ganzen Jagdhändlern, der kostet ein paar Euro, aber der ist aus einem Metallgehäuse und klein mitnehmbar. Das Ding ist, wenn man den nämlich transportiert oder irgendwie hier durch die Gegend schleppt und man donnert irgendwo was gegen mit den Blumenpötten, das ist doch immer so, dass es auch schnell kaputt geht. Dass das mit den Blumenpötten, die funktionieren, die nehmen ja auch geil die Wärme auf. Klare Sache. Aber das Thema bei diesen anderen ist eben diese Teelichtöfen, die kannst du dann mitnehmen, die haben eine Metallplatte und die wärmen dann recht gut, ohne dass du wenn du mal auch die Leitet, weißt du, gehst dann ja einen Hochsitz hoch und knallst irgendwo mal gegen und der Rucksack haut irgendwo gegen. Das ist einfach gängig sowas und dann geht sowas doch recht schnell kaputt. Deswegen sollte das ein bisschen kompakter sein. Dieser kaufbare Teelichtofen ist schon ganz gut. Teelichtöfen können wärmen, aber nicht heizen. Hab es ein Wochenende lang getestet. Erster Stock, 3 Grad Wassertemperatur, 14 Grad in der Bude gehalten. Verbrauch knapp 100 Teelichter pro Tag. Paul, bei uns ist hier mal, da hatten wir noch nicht den Holzofen. Der, wie heißt er denn noch? Origo Heatpol. Ich habe den Origo Heatpol. Mit dem Origo Heatpol, mit Bioethanol, so eine Füllung, haben wir hier die Bude im Dauerbetrieb, das ganze Wohnzimmer, und das hat hier 40 Quadratmeter, haben wir auf 18 Grad oder was gekriegt im Winter mit dem Origo Heatpol, wo unsere Heizung mal ausgefallen war. Fand ich beachtlich gut. Also ein Gerät, ne? Guckt euch das mal an, Origo Heatpol. Leon, was sagst du zu Serrations? Ich finde Serrations an so Notmessern oder sowas, ja. Wie hier zum Beispiel, pass mal auf, ich habe hier vom lieben Richie von so ein geiles Dings bekommen hier vom Tools for Gents. Ich wollte immer dieses Leatherman Signal haben. Das hat ja diesen hier mit Pfeife und allen gelöt drin. Und bei so einem Messer, wo man eben so was möglichst viel können soll, finde ich, ist ganz lustig, wenn da so ein bisschen, da kann ich mit leben. An einem Jagdmesser oder sowas, wenn hier jetzt ein Serrations dran wären, nee, bitte nicht. Und schon gar nicht da an dem Druck, also hier vorne schneide ich ja, ich habe hier noch so ein Leatherman Skeletool, das ist ja das angelehnt von dem Signal,
also das gab es ja erst und dann das SIG, ne? Und gerade hier in dem Bereich hast du den Druckschnittpunkt und da willst du eigentlich eine glatte Schneide haben. Ich würde bald sogar sagen, dass es manchmal sinnvoller wäre, wenn der Frontbereich mit Serrations wäre und hinten eben glatter Schnitt, damit du besser glatte Schnitte ziehen kannst. Ja, so oder so, auf jeden Fall. So richtig viel halte ich da nicht von. Ja. So, Paul meint zu Jalen, besser ein großer Blumentopf als ein zu kleiner. Jaha. Ja, kann gut sein, ne? Blade Runner, Snatch, geiler Film. Und auch Buben, Dame, König, Gras, ja, geil, Richie eben. Ja, ging ab, ne? Ich lache mich immer wieder über den Fluchtwagenfahrer, über Tyrone. Wie als sich dieser dicke Mann in diesen, mit seiner Lederjacke in diesen Sitz von diesem Auto da reinknatscht und er dann, ich bin der Fluchtwagenfahrer. Und das dauert so lange alles. Obernex Dirker, du hast dir 805 meiner Videos angeschaut. Habe ich schon 805 Videos gemacht? Ehrlich? Das ist eine Menge. 80%, oha. Obi Pistron, vielleicht noch was, kannst du mal erzählen, was in deinen Augen beim Ansicht das Wichtigste ist? Ich habe echt manchmal Probleme, Ruhe zu halten und lange zu sitzen. Wie lenkst du dich ab? Also erstmal, was ich beim Ansitz das Wichtigste finde, viele benutzen Waschmittel, was stark riecht. Nicht benutzen. Keine Weichspieler benutzen, keine Deos benutzen. Nicht rauchen. Raucher riechen streng. Und die merken das selber nicht. Auch nicht auf dem Hochsitz rauchen. Wild kriegt das mit. Ruhig bleiben, wie du... Du hast Probleme, ruhig zu bleiben. Also ich kann das sehr gut, mich mal eben nach hinten... Oh, jetzt gehe ich gerade hier. Ich könnte das jetzt gerade auch. Mal eben 5 Minuten Augen zu und dann gehe ich wieder bei, werd wach nach 5 Minuten und gucke dann mit einem Fernglas. Klappt da auch nicht immer. Kleine Anekdote zu. Bei meinem Kumpel Steffen auf der Drückjagd, da war ich irgendwie so müde morgens. Da habe ich mich da so auch hingesetzt. Auch mal eben kurz Augen zu, 5 Minuten. Da habe ich nur einen Schuss gehört und dann bin ich irgendwann wach geworden, habe aber auch nicht auf die Uhr geguckt. Und dann war irgendwann noch die Drückjagd vorbei und als ich wach wurde, war dann auch nichts mehr mit Schießen. Und dann komme ich da nur hin und dann sag ich so zu ihm, wer war ja nicht viel los, habe ja kaum Schüsse gehört. Alter, das hat gekracht wie sonst was. Ich bin so eingepennt und habe festgepennt und habe nichts von der Drückjagd mitbekommen. Und dann gelegen. Geht auch manchmal schief, ne? Also, ja. Also ich lenke mich in der Form, wenn ich lange sitze, nehme ich auch gerne mal einen E-Book-Reader habe ich dabei. Auch so eine Nacht durch. Weil ich gucke dann, sagen wir mal ehrlich jetzt, wenn eine Kirrung oder was ist im Dunkeln und du bist mit Thermalkamera und so weiter, wenn du da jede 10 Minuten mal guckst und hältst den E-Book-Reader unten so unter der Decke, dass du nicht zu viel Lichtschein in der Kante hast, kannst du wunderbar lesen, das mache ich gerne. Das hilft auch, da lenkt man sich auch ab. Es ist manchmal ja doch eine elendig lange Nacht. Also immer mal, ich kann gut Etappe schlafen. Oh, Scheiße, entschuldigt bitte, liebe Leute. Jelani, es gibt auf Amazon eine sehr sichere Metallkoffer-Variante mit Halsplatte. Ja, genau, die meine ich auch. Hab eine ganze Zeit lang auch Messer gebaut, Patrick H.
inspiriert durch dich und Hobby Art. Ich habe mir damals extra einen 50x2000 Bandschleifer gebaut. Leider habe ich das inzwischen etwas aus dem Blick verloren. Aber wenn du den Bandschleifer noch hast, kannst du ja immer wieder anfangen. Und das ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass man kann und wenn man möchte. Blade Runner war in MacPom, Müritz gecruised, eine Woche, geil. Ja, wir wollen auch hin, wir nehmen unser Kanu mit, aber wir sind erstmal auf dem Campingplatz, wir fahren immer zum C42. Habe ich heute gerade angerufen, wie es da aussieht, aber den Platz ist frei, alles gut, ist für uns. Und dann werden wir da einfach unser Zeltchen aufbauen und Tagestouren machen. Wir sind auch ein bisschen leer. Ich habe mit meiner Frau, wir haben so lange nicht zusammen Urlaub gehabt. Letztes Jahr war ich alleine in Schweden, weil einer hier wir den Bau gemacht haben und da musste einer da sein. Dann wollte sie später zu ihren Eltern, ihre Eltern leben auf La Palma und dann war Herbst und dann war auf einmal Reiseverbot. Die hat jetzt auch schon seit über anderthalb Jahren ihre Eltern nicht mehr gesehen. Das finde ich auch so heftig an der Corona-Debatte. Da wird gar nicht drauf Rücksicht genommen, wie die Menschen da klarkommen mit. Ja. Sehr lang. Auf jeden Fall. Die Sonntagabend-Streams sind richtig genial. Mach weiter, das weiter so. Ja, gerne. Macht mir auch echt Spaß mit euch. Und heute bin ich ein bisschen müde. Seid mir bitte nicht böse drum. Patrick war, habe seit Jahren noch ein angefangenes Jagdmesser rumliegen. Müsste ich eigentlich endlich mal fertig machen. Ja, mach doch das. Aber manchmal, ich kenne das, da liegt was. Ich habe auch x Projekte, die hängen an der Wand, die ich angefangen habe und dann nicht vollendet habe. Das sind etliche Messer, die man noch fertig bauen könnte. Aber dann liegt immer wieder was anderes an. Survival-Sprosse, ja, hast das als sie mit der Größe, kann ich mich mit der Leistung nicht beklagen. Ja, ja, es gibt auch dieses kleine Mini-Messer Mayflower oder wie das Ding heißt von Condor. Das finde ich im Grunde besser, weil es nicht so dieser Chipflint sieht zwar eben, wie gesagt, geckig aus, aber Schneidleistung wird dadurch runtergeregelt. Andreas K. Guten Abend, Matthias und alle anderen. Danke, Grüße auch an dich. Castrum Safari ist ein sehr, sehr geiles Messer, habe ich auch noch. Ein richtig geiles kleiner Schneidteufel, auch für die Jagd, da kannst du wunderbar mitarbeiten und aufbrechen. Das kann das kleine Ding. Blade Runner, hast du Thermacell Handgerät zur Mückenabwehr? Ja, habe ich. Noch nicht lange, aber ich bin jetzt schon hellauf begeistert. Die ist immer mit dabei inzwischen. Und ich werde sie auch jetzt für draußen sitzen und so auch hier mal eben draußen bei uns im Garten oder so, auch auf der Jagd, Thermacell mitnehmen. Wenn da viele Mücken sind, wie letztens in Brandenburg, Alter, da sind wir fast eingegangen vor Mücken, da konntest du es nicht aushalten. Es war bullewarm, aber du hast mit langen Klamotten gesessen, damit du nicht aufgefressen wirst. Das ist dann auch unangenehm. Und dann dieses klebrige Mückenmittel auf der Haut und dann noch Jacken drüber und dann, wenn du dann dich auch nicht so richtig duschen kannst, weil du draußen im Zelt bist und das ist zwar eine. Und der See, da bin ich dann abends immer noch schnell rein, bevor ich schlafen gegangen bin. Aber dieses Mückenmittel auf der Haut das, und den Klamotten, das ist nicht so geil. Für den Winteransitz hast du den Carinthia-Ansitzsack. Den habe ich auch, den habe ich von Lasse mir mal gekauft. Und ich habe den noch nie benutzt, weil ich immer meine selbstgenähten Loden-Ansitzdecken mit Weichwolle innen drin. Ich habe so Loden-Ansitzdecken und dicke Stiefel. Habe dann hier die Control Max von Baffin. Damit komme ich ganz gut klar. Dann noch ein paar Benzintaschenöfen mit rein. Dann kann man recht lange durchaus halten. Ja, hast du recht. Der ist ja auch richtig schön warm. Ich habe meinen noch nie benutzt. 80% Schnorr-Abonnenten. Proberaum. Ja, ich weiß nicht, woran das liegt, dass die Leute so wenig abonnieren, wenn man das macht. Würde mich natürlich freuen, wenn mehr Leute abonnieren. Denn ihr müsst ja so sehen, ich bin ja immer mit meinem Kanal auch ein bisschen
nicht so Mainstream und habe auch jahrelang eigentlich das Falsche so gesehen gemacht, indem ich euch Messer mit Jagd gezeigt habe. Das ist ja das, was das Volk nicht will. Sowas wird dann auch nicht von YouTube gepusht. Und darum habe ich auch im Verhältnis für die ganzen Jahre ja ganz wenig Abonnenten. Daher, viele kennen mich zwar, aber mein Kanal hat wenig Abonnenten. Das ist einfach so. Würde mich natürlich freuen, wenn das sich mal ändern würde. Ne? Ah, du hast Sauen an der Kirrung. Und, willst du noch raus eben? Noch was wegschießen? Oder sind die weiter weg? You like the rations, Denmark Bear for Fishing? I ordered by Boker. They are selling these fishing knife from the serrated fishing knife from the Sword Series. This yellow fixed knife from Spyderco. And it's not available at the moment. They ordered it, but I'm waiting just now for 5-6 months for it, and nothing happens. I'm hoping to get it. Paul, du hast den Carinthia Defense 4 und den 6 hast du dir jetzt bestellt. Ah, der ist mir zu schwer. Da schlafe ich doch lieber. Ich bin da doch ein bisschen... Was, den Christian muss ja auch so einen riesen Rucksack schleppen, wenn du das mal irgendwo mitnehmen willst zum Wandern. Aber wenn du den nur für die Jagd benutzt, ist ja auch okay. Alles gut. Wer guckt noch Fernsehen? Also das normale Öffentlich-Rechtliche gucke ich gar nicht mehr. Ich gucke, wenn denn mal Netflix oder so. Ray George, wie kontaktiert man mich am besten zwecks Messerbau? Gib doch mal eben Bush Knives. Ich schreibe dir das mal eben hier unten rein. info@bushknives.com. Ist jetzt unten drin, wenn du die in der Timeline runtergehst vom Chat. Ich weiß gar nicht, ob der viel Lag hat, der Chat. Ja, ARD und ZDF, wer guckt das noch? Kein Mensch. Also gar nicht. Was manchmal noch geht auf der Mediathek, wenn ihr dann irgendwas so wissenschaftlichen Kram oder so, das kommt noch mal ganz gut, aber das eigentliche Programm geht gar nicht mehr. Aber auch generell, also RTL oder so, diesen ganzen ASI-TV, was Kram da, was es da läuft, das ist ja nicht erträglich, kannst du nicht ertragen. Du pennst auch oft beim Sauansitz weg. Ja, mache ich auch. Ist einfach gut. Bisher bin ich jedes Mal, wenn die Sauen gekommen sind, aufgewacht. Die machen dann schon genug Krach. Ja, ja. Die sind da echt schmerzbefreit, ne? Finde ich auch. Paul Winkler, wenn du wirklich gute Ideen hast, wende dich mal an Jörg Sprave vom Slingshot-Channel. Ja, der macht ja, Jörg macht komische Sachen. Ich glaube, dass er wohl lieber was, ein Messer für sich bauen möchte. Ne? Stefan Otten, hi Stefan, guten Abend alle zusammen. Hey Matthias. Welches Messer würdest du wählen, wenn du eines nur eines besitzen dürftest? Haushaltsmesser sind natürlich ausgenommen. Ruf Stefan. Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Ich habe ein paar hundert Messer. Frag doch nicht so einen Menschen, was er eins davon. Ich würde alle, ich bin doch total durch. Uwe Dame, König Gras, bester Film. Ja, geht, ne? MK26.
Paul Winkler wird ja wieder sein Zielpap wählen. Phil Beuker, gestern ist endlich mein Fox Knife Perser, der Perser ist gekommen. Ja, habe ich auch das Ding. Und wie findest du es? Ganz nett, ne? Nettes kleines Teil, finde ich. So, Paul Winkler. Ich würde wirklich das halbe Schwert nehmen, das er vorgestellt hat. Aha, du würdest so ein dickes Ding nehmen, hier so ein von Temsky Bowie. Ja, es gibt so viele schöne Messer, also kommt her. Es kommt natürlich auch drauf an, was man denn vorhat, ne? Spider Cossault, I was looking for it. Then Mark Bear, yes. It's the, I don't know exactly this with the yellow handle, the fixed version with the one-sided serration and the other side. I think it's in America, it's double-edged. For German market, it must be single-edged. It would be, I think normally, if both sides will be sharpened on the one side, the serrations, and on the other side, the plain edge, this must be great, this knife. Like a dagger, but for outdoors and fishing. Aha, Paul Winkler. Abonnieren, Messer testen, auf den Baerbock Winter vorbereiten. Das Prinzip machen wir wenig verkehrt hier. Ja, ihr müsst eigentlich mehr auf die Leute in eurem Umfeld oder auf die jungen Menschen zugehen und eigentlich denen erzählen, dass sie nicht grün wählen. Das ist erschreckend, ne? Wenn man so eine Kobold-Baerbock da hat und auch das Wahlprogramm. Macht die Leute darauf aufmerksam, druckt mal das Wahlprogramm aus und verteilt das im Bekanntenkreis. Das ist erschreckend, was da drin steht. Wäre schön schnell im Revier und die Kürung ist gut gelegen zum Angehen. Sind aber nur zwei Bachen mit zwei recht kleinen Frischlingen. Überläufer sind leider wie vom Erdboden verschluckt momentan. Aha. Ja, ich muss auch wieder mal meine Kürung beschicken, mehr beschicken, weil im Moment war da gar nichts mehr los, weil ringsrum ist Mais und die gehen gar nicht an die Kürung mehr ran. Was heißt das? L-O-O-L? Ich habe mir dank dir damals die Thermarest Vespa Dawn Kit gekauft. Anstatt die synthetischen BW-Sachen. Aha, ja. Danke nochmal für die Aufklärung in Sachen Daune. Ja, Daune hat auch ein paar Nachteile, aber im Großen und Ganzen schläft man da einfach bequemer drin, finde ich. Wer das mal ausprobiert hat, wird da schnell hinterherkommen und auch allein dieses Packmaß. Ne? Da kriegst du ja der Defense 6 zum Beispiel um die gleiche Wärmeleistung schafft irgendein Schlafsack mit 1000 Gramm. Das ist ein Daune, ein guter Daune, Schlafsack mit 1000 Gramm schafft die Wärmeleistung vom Defense 6. Paul Winkler, bei Daune kann Feuchtigkeit zum Problem werden. Hast du das schon erlebt? Das ist dieses Märchen wie der Porsche mit dem, natürlich kann das zum Problem werden, aber liegst du denn in einem feuchten nassen, feuchten Kunstfaserschlafsack? Nein, liegst du auch nicht. Wenn ich einen Daunenschlafsack benutze, hat der, für mich ist er erstmal in einem trockenen Packsack, einem wasserdichten Packsack. Ich lüfte ihn, halte ihn trocken, weil es ist natürlich auch, man muss die Anwendung auch üben damit. Also das Daunen benutzen muss man auch üben. Also das kann zum Problem werden. Also du benutzt es lieber erst gar nicht wegen deines Konjunktives. Das ist nicht intelligent, sorry. Schade, dass man im Chat keine Bilder hat, sonst würde ich dir mal ein paar Bilder von meinen bisher gebauten Messern schicken. Aha, okay. So, wo sind wir denn?
Ja, jedem sei seine Dorne gegönnt. Okay. Finde das Zeugs von Jörg Sprave in letzter Zeit schon sehr seltsam. Ja, ihr müsst doch eben so sehen, auch der Jörg hat ja eine riesen Anhängerschaft und den warten immer wieder, muss er sich Neues ausdenken, neuen Content erfinden. Das ist schon schwer. Ich habe jetzt auch ganz ehrlich, ich habe da gestern noch drüber gesprochen, dass du eben dieses, was ich die Sachen, wenn ich jetzt Hunderunde, welche Themen spreche ich mit euch an? Ich habe jetzt für morgen oder übermorgen lade ich noch wieder ein Video hoch, Hunderunde. Da hast du dann Themen, aber mir fehlen dann auch manchmal, da musst du echt überlegen, was mache ich denn überhaupt mal, was erzählt man, was könnte interessant sein für die Leute? Und das ist gar nicht so einfach, immer wieder was sich auszudenken, auch Messer ranzuholen für euch, dass ihr immer wieder Neues seht oder auch irgendwie Touren. Im Moment war ich echt wenig auf Tour, hatte keine Zeit, kommt aber bald wieder was. Hab noch eine Wanderung auf Video, die ich noch schneiden muss, hab mich aber ein bisschen gerade gescheut, das Video zu schneiden, daher bin ich da ein bisschen auch hinterher. Aber immer wieder das, was Neues zu erfinden und Content zu erfinden. Und da kann es auch mal sein, dass man nicht immer so den Geschmack der Leute trifft, weil man schon so viel gemacht hat. Also daher, diesen Aspekt sollte man als Viewer auch mal vielleicht betrachten. Nicht, dass, wenn dann nur noch Schwachsinn kommt, verstehe ich das. Aber es ist eben auch schwer, manchmal immer wieder Content zu liefern, muss ich schon sagen. So. Ja, er hat sehr gute Zwillen, ja, aber das ist eben auch so, der muss das erweitern, das ist eine Riesenmaschinerie geworden. Ne? Also ich bin da, wie gesagt, da bin ich echt milde, dass auch wenn mal einer nicht so gut abliefert oder sowas, weil das kannst du ja alles gar nicht immer darstellen. Pierre Storm, bist endlich zu Hause. Moin, Max. Ja, spät, besser spät als nie. Wir sind hier schon fast. Eine halbe Stunde wollte ich noch machen, weil dann wollte ich auch aufhören heute. Obi muss jetzt in die Falle, darf morgen fast 20 neue Azubis begrüßen, freue mich wie Bolle. Ja, bespaß sie mal und bring die Kasperle-Figuren mit und mach Tritratralala. Vielleicht hilft das. Schlaf gut. Danke, dass du dabei warst. Schönen Abend noch. I had a sock Pentagon years ago, serrated and plain it, not very sharp, but pretty handy, yeah. With these pommel-like handle shapes, this broom handle, I like it really much. I never could get it and wanted a vintage one. But I get the SOG Trident I'm having. This is really nice. And also the Super Bowie, the bigger Vietnam Bowie I have from SOG. So really nice with the leather handle. But the leather handle is almost really thick and doesn't fit in my hand. And leather handles, the reshaping the leather handle on this knife wouldn't be so nice because otherwise the guard is bigger and the handle is slimmer than the line where the guard goes into the handle. It's not so easy to shape it. Ja, Patrick, wir sind schon dadurch seelisch verwundet, dass wir uns Gedanken über Schlafsäcke machen. Ja. You broke the knife. You broke the SOG Pentagon. Yes. Yeah. You have too much strength in your arms. Paul Winkler, einen Daunenschlafsack unter 100 gibt es nichts, was gut ist. Das ist so wie, da kriegst du nur Aldi-Fleischsalat für.
möchte mich auch bei dir bedanken für die Aufklärung von Schlafsäcken. Habe mir ein Mountain Equipment und bin sehr zufrieden damit. Mit Downey. Ja, der Mountain Equipment ist ja diese Classic Dragon Serie und so weiter. Das sind seit x Jahren ausgewogene Teile, robuste, gute Schlafsäcke. Sind allerdings sehr schlank geschnitten, waren sie immer. Für viele, wenn sie dann ein bisschen beleibter sind, waren sie dann zu eng. Ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist, dass, wie sich das heute ausmacht mit den neuen Modellen, ob die weiter geworden sind. Anderer X, ja. Ralfs Garage, Rails Garage. Das Messerle, was man bei Fritz auf dem Kanal sieht, was sie ihm gebaut haben, wo er mit bei war, ist wirklich schick. Schaut halt bei Bushcraft auch schön rustikal aus. Von wem redest du gerade? Wer hat wem was gebaut? Das Auge ist halt mit. Also ich zum Thema schön rustikal. Handwerkskunst ist nicht das Weglassen von Arbeitsgängen, die am Finish von Werkzeugen wichtig sind. Rustikale Anmutung sorgt dafür, dass ein Messer nicht fertig gebaut ist. Sowas ist fertig gebaut, das ist gefinisht, da ist alles bestimmt, da passt alles. Selbst im Mittelalter hätte sich ein Schmied nicht getraut, das, was hier heute manchmal unter dem Thema Mittelalter und rustikal und einfach abgeliefert wird, abzuliefern. Da wäre der, glaube ich, für aufgehangen worden. Coachy, dann schlaf gut. Ja, auch von dir danke, dass du mitgeschaut hast. Danke, dass du dabei warst. Dankeschön. Mhm. Der Ursprungskontent. Ach, ihr seid noch bei Jörg Sprave. Ja, war echt gut. Aber ich denke, dass tatsächlich, so wie Matthias sagt, dass er neue Inhalte bringen muss. Ja, es ist echt, ich glaube, das ist ja bei allen so, die irgendwie so einen Quatsch machen, wie ich hier auch. Und man muss einfach echt immer wieder sich neu erfinden, immer wieder was Neues ausdenken. Und wie gesagt, da sind solche Leute wie Fritz eben gut, die decken da so viel ab und kriegen das auch wirklich hin. Ne? It was a vintage. I broke the tip. Denmark Bear, you got this broken with a tip? Bring it to me. We will restore the tip in my workshop. Yeah, my Denmark Bear, it's when you get to a butcher and a handmade meat salad. It is brilliant in the taste. If you ever have tried a meat salad from a butcher in a handmade, hand-cooked, the smell is so much finer and better that you never could taste again Aldi meat salad. That's a fact. And sometimes it's the same with gear. When people often use cheap El Cheapo gear, they are not able to distinguish the fine things about good gear and cheap gear. Often cheap gear is not the best gear. That's my, I think that's the Aldi Fleisch Salad, the meat salad syndrome. Marc Becker, erzähl doch mal was über leckere Wildgerichte und über die Prüfung von den selbstgeschossenen La, warum, wieso, weshalb, bevor man es verzehren und verarbeiten kann.
Also, da komme ich noch mal eben was zu. Ja, also wir Jäger sind eigentlich in Deutschland haben wir eine Sonderstellung, was Privilegien angeht. Wir sind die Einzigen, die in der Natur mit einer Waffe nach eigenem Ermessen in einem Revier, wo sie Jäger sind, Wild, was dem Jagdrecht unterliegt, erlegen dürfen. Also aufbrechen dürfen, also schlachten dürfen sozusagen und zerlegen dürfen und die Fleischbeschau selber machen und für gut sprechen dürfen. Das ist ein hohes Gut und ein hohes Privileg, was wir hier haben. Das hat kein Tierarzt, kein Veterinär hat das nicht, kein Schlachter darf das, was der deutsche Jäger darf hier in Deutschland. Das heißt, wenn ich jetzt ein Reh zum Beispiel schieße, dann kann ich das einfach im Feld aufbrechen, mache eine Fleischbeschau, gucke mir die inneren Organe an, ob es da irgendwelche Krankheiten gibt, irgendwelche Spots auf der Leber oder sowas, die auf Krankheiten schließen lassen. Und die Sache ist schon sehr besonders. Bei Wildschweinen ist es so und auch bei Dachsen zum Beispiel, da muss man eben auch eine Trichinenbeschau machen. Das sind im Fleisch gibt es Parasiten und wenn man Trichinen in seinem Körper hat, das ist nicht gerade gesund. Es soll auch ein elender Tod sein über die Zeit. Deswegen, früher hat man das einfach nicht gemacht. Man hat dann immer zum Beispiel Wildschwein oder ein Bärenfleisch oder sowas. Das bezieht sich darauf auf Allesfresser, die eben Fleisch und sonst was essen, die können Trichine in sich führen. Und darum machen wir dann aus dem Zwergfellpfeiler, der sitzt hier unten am Zwergfell, am Rückgrat, und aus dem Vorderarm ein Stück Fleisch raus, eine geringe Menge, 50 Gramm sauberes Fleisch, geben wir dann ab von dem Zwergfellpfeiler und geben das zum Veterinäramt. Dort wird dann in einer Fleischbeschau wird dann unter dem Mikroskop geguckt, ob da Trichine drin sind und dann wird dann hinterher das freigegeben. Ob das vorher machen wir schon die Jäger, die Fleischbeschau, ob das Tier an sich gesund war, die Organe anhand der Organbeschau und so weiter und am Gebäude und Habitus und Fell und so weiter, ob es gesund war, das Fleisch, und sagen vorher schon mal, soweit ist das unbedenklich, machen dann müssen wir noch, das ist vorgeschrieben, die Trichinenbeschau. Vielmals ist es jetzt auch noch wegen der afrikanischen Schweinepest, müssen wir noch eine Blutprobe mitgeben in so einem Abstrichapparat, den wir aufziehen. Und das wird dann auch noch daraufhin getestet. In Bayern wird auch noch bei Schwarzwild oft die Strahlenbelastung getestet. Das wird auch extern gemacht mit der Trichinenbeschau. Ja, so ist das. Das ist das Thema, was wir hier, wir Jäger, machen. Hat einen ollen VD-Schleifsack. VD hat doch ganz gute Sachen gemacht. Das ist schon peinlich, ist das nicht, Problem. Muss mal gucken. Paul Winkler, der Defense 4 von Carinthia, ist auch für beleibte und große Menschen ausreichend. Ja, ja, und wenn du nicht so beleibt bist, ist das ziemlich kalt. Weil du diesen großen, also ein Schlafsack, nochmal zur Schlafsacktechnik, soll ja deine Wärme isolieren. Ist der Raum, den du beheizen musst, zu groß, dann wird dir kalt. Und daher ist in der Defense 4 ein ziemlich suboptimaler Schlafsack, was Thermodynamik angeht. Der ist nicht sehr gut durchdacht. Ist fast 30 Jahre alt in der Entwicklung und ist nicht verbessert und verändert worden. Es ist einfach ein nicht mehr auf dem technischen Stand der heutigen Zeit stehender Schlafsack. Deutscher Exodonus auch für stärker gebaute Männer. Ja, da muss man immer gucken. Ich habe ja gerade für Grützibeck den Survival mit Wolle als XXL-Version mitentwickelt. Müsst ihr mal gucken, bei Grützibeck auf der Seite. Wenn ihr mal wirklich beleibte Leute, mir ist auf unseren Treffen aufgefallen, dass die echt Probleme haben, überhaupt einen Schlafsack zu kriegen. Und daraus entstand die Idee mit Grützibeck, den Grützibeck Survival auch für beleibte Leute anzubieten. Der ist echt weit. Da passe ich dreimal rein. Also es ist für wirklich Leute, die ein bisschen wirklich stark übergewichtig sind. Aber ich kenne viele, die gerne rausgehen und auch mal so ein
angeln oder irgendwas machen und die kriegen aber keinen Schlafsack. Keine Chance. Hermann de Ville, mal die Wahrheit über Jagdschein machen und Jagdmöglichkeiten als Pächter eines 900 Hektar Reviers. Solltest du nicht Zimmermann, Fleischer, Gastwirte oder ähnliches oder ähnlich sein? Sehr viel Glück. Ja. Ich verabschiede mich, Survival Sprosse. Ja, danke, dass du dabei warst. Auch an dich hier. Vielen Dank. Super. Schön, dass du immer wieder hier mitmachst. Hab gehört, du hättest mal Kritik an Moran-Messern geäußert, Paul Winkler. Sind die nicht die besten Messer im Günstigbereich? Ich habe zu viel gute Messer, das ist wieder Aldi-Fleischsalat-Syndrom. Ich muss nicht diesen schlechten Fleischsalat essen, weil wir hier einen Schlachter haben, der tollen Fleischsalat macht. Oder den kannst du auch selber machen. Und der schmeckt dann viel, viel besser. Und dann kaufe ich mir keinen Aldi-Fleischsalat. Für mich ist ein Mora wie Aldi-Fleischsalat. Fertig, bumm. Esse ich nicht. Weiß ich nicht, ob du einen Link hier einfügen kannst. Muss mal ausprobieren. Selbst ohne Schnitzerfahrung. Ein Mora-Messer greifen und man fühlt es. So ging es mir. Was fühlst du? Ja, kann ich dir sagen. Du nimmst dir dieses Messer und du fühlst auch ein sehr geiles Messer. Da kannst du mit schnitzen wie eine Eins. Und es gibt so viele schöne Messer, die ich habe. Und nein, ich muss das nicht benutzen. Ne? Denmark Bear, thank you, Matt. I get it. Meat salad. Yeah. Buckwheat, kommt das ab jetzt zu Lasse schon? Da bist du aber spät dran. Das war ganz zu Anfang. Ja, Lasse hat den einen ersten Prozess, die Anklage wurde fallen gelassen. Ist also raus da. Das Thema ist gegessen, der erste Part. Jetzt kommt noch die Verwaltungsgerichtsklage wegen des angeblich nicht vorhandenen Schießens, also des Schießens ohne Kugelfang. Da gibt es Gutachten für, dass da ein Kugelfang war, aber da wurde ja auch eben denunziert. Und wir wissen noch nicht, wir hoffen, dass das auch gut ausgeht. Und dann hoffen wir, dass unser Lasse bald wieder jagen darf. Das wäre schön. Papierkutscher. Ja, Marc. Hey, Buschi, ich bin da erstmal raus. Euch einen schönen Urlaub. Bis dahin. Ja, wir hatten gestern ein Messertreffen. Ich wollte dich noch anrufen. Ich hatte es auch im Forum kundgetan, aber du guckst du ja auch nicht mehr rein. Habe ich dann wieder vergessen, dir Bescheid zu sagen. Ja, wäre schön, wenn wir uns mal sehen. Ich wünsche dir auch dann noch gute Nacht und vielen Dank, dass du hier mit dabei warst. So. Are they testing the pigs for COVID? Yes. Yes, Denmark Bear. Proberaum, die Wiener vom Aldi sind okay. Ja, wir kaufen auch beim Aldi ein, aber es gibt auch Sachen, die gehen nicht. Die schmecken nicht. Der Grenzwert für Becquerel-Paprika liegt bei 500. Meistens werden die Sauen aber gerade mal mit 0 bis 50 Becquerel gemessen. In den Jahren, wo die Sauen viele Pilze fressen, ist der Wert minimal höher. Aha, wir haben das bei uns nicht. Bei euch in Bayern ist das Tier mehr verbreitet. Bei uns hier im Norden haben wir dieses Thema überhaupt nicht.
wandere ich. Ich kann leider nichts dazu sagen, aber der Mountain Equipment Classic ist zu eng geschnitten. Ist mein erster Dornenschlafsack. Mir passt der. Aha, okay. Fleischsalat ist irgendwie gar nicht deins. Wurstsalat umso mehr. Ja, Wurstsalat esse ich auch gern. So ein Schweizer Wurstsalat mit Zwiebeln und Käse. Alter, boah. Da könnte ich jetzt auch drauf tun. Das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. Und dass er einen Link einsetzen kann, musst du ihm kurzfristig einen Schlüssel geben. Ach, das ist mir jetzt zu kompliziert, Jay Lang. Das ist mir einfach zu kompliziert. Da habe ich jetzt einfach heute so spät keinen Drive mehr für. Paul Winkler, danke für den Stream. Ich hoffe, meine Kritik war nicht zu böse. Ich habe keine Kritik gesehen. Alles gut. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und schau bald wieder rein. Bin Jäger und habe eine kleine Tochter. Würde mir gerne einen Hund zulegen. Wäre der kleine Münster eine gute Wahl? Hast du Erfahrung mit anderen Rassen? Tipp für Hundeeinsteiger. Also, ich habe den Münsterländer genommen. Ich habe nur den einen Hund bis jetzt gehabt. Und die Viecher sind einfach saulieb. Die sind einfach Familienhunde. Die passen auf deine Tochter auf. Die sind, haben eine Engelsgeduld und sind aber auf der anderen Seite als Jagdhund sehr vielseitig einsetzbar. Und sie sind, das Tolle am Münsterländer ist, er ist nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Zu kleine Jagdhunde gehen einen auch auf den Sack, weil die nicht viel können. Manchmal so, auch wenn du jetzt mit Apportieren oder was du machen willst. Das kann alles der Münsterländer, aber der ist noch nicht zu groß, sodass der nicht einen gesamten Kofferraum braucht. Den kannst du auch mal eben im Fußraum noch vom Vorderwagen im Fond setzen, während du vorne sitzt, wenn das mal eng ist und du auf einer Jagdgesellschaft bist und kein Platz ist, passt der Münsterländer trotzdem da noch mit hin. Das schaffst du nicht mit einem Deutschdrahter, der braucht schon wieder einen ganzen Kofferraum. Das war auch ein Grund für den Münsterländer, dass wir ihn gewählt haben, weil der einfach so ein optimales Mittelding ist. Und der kann wirklich viel und ist von der Intelligenz her absolut irre, was der drauf hat. Patrick, was eigentlich die größte Sauerei ist, dass Lasse sein frisch gepachtes Revier durch so einen Scheiß direkt wieder verloren hat. Noch dazu zieht sowas leider weite Kreise in der Jägerschaft. Ich hoffe, er kommt dann schnell wieder zu einer Jagdmöglichkeit. Ich weiß gar nicht, ob er das Revier nicht mehr hat. Oder ob das ja, ich glaube, der hat das weg abgeben müssen. Ne? Gute Nacht und großes Dankeschön. Ja, Doc Eagle, ich danke dir, dass du mit dabei warst und hier diesen Chat so toll bereichert hast. Super geil. Guck bald wieder rein, wenn ich hier wieder meinen Livestream mache. Dankeschön, dass du dabei warst. Schlaf gut. So, Proberaum. Peter Altmaier. Aha. Jamboree Blade Runner wird wieder in der Rhön stattfinden, wenn dann wo, weil wir da einfach ein tolles Gelände haben im Revier von meinem Freund Steffen. Im Jagdrevier, da können wir ganz viel darstellen, ganz viel Freiheiten und Möglichkeiten haben wir da. Und weil wir ja auch im Jamboree ganz viel mit Jagd machen und zeigen Leuten, die nicht so einen Zugang dazu haben, versuchen wir gehen jagen, zeigen den Wild, wir schießen was, dann wird aufgebrochen da vor Ort, damit die Leute mal sehen, wie sowas funktioniert und so weiter. Und da können wir ganz viel machen und das ist geil. Und deswegen machen wir das wieder in der Rhön. Daniel Schmidt, aber bitte mit richtigem Käse. Was ist denn der richtige Käse für den Fleisch, für den Wurstsalat? Erzähl mal bitte. Nicht mit Gouda. Ich liebe Jagdlabradore. Ich habe jetzt schon den zweiten. Aha. Labis sind immer so Fresssäcke. Das werden immer so Fettschweine, wenn man da nicht aufpasst. Das ist auch so geil beim Münsterländer. Der ist ein feinerer Hund. Der ist nicht so eine Fressmaschine.
Ralf, Railgarage. Ich bin mal raus, ich kann deinen Namen nicht richtig erlesen hier. Ich bin mal raus, ich kontaktiere dich morgen mal zwecks Messer. Schlaf gut, danke. Ja, danke auch, dass du hier mitgemacht hast. Super gut, schlaf gut. Bis morgen denn. Buckwheat, noch ein Tipp für alle so Zarten. Ich habe jetzt seit Jahren ein Silkback Instinctive in XL White Kunstfaser. Aber ich komme mit dem super klar. Super sind die Beine. Und wenn ich mal nachts raus muss, sicher heißt das, ne? Patrick, normalerweise heißt ja Ausscheiden aus der Pacht bei unanfechtbarem Verlust des Jagdscheins. So wie du aber meintest, da besteht die Möglichkeit, dass die zweite Klage doch noch fallen gelassen wird. Ja, könnte passieren, ja. Danke mal wieder, Matthias Bernd-Schmitz. Ich muss noch ein paar Dinge für morgen erledigen und bin raus. Schönen Start noch in die neue Woche. Und schönen Urlaub. Danke dir. Ja, ich wünsche dir auch eine gute Woche morgen, dass das alles passt. Und auch danke, dass du wieder dabei warst. Blade Runner, bis dahin baue ich meinen Jeep aus. Rhön bei Fulda. Ja, Rhön hinten, das ist Nähe. Das ist in bei Neustadt an der Saale. Emmentaler, ja. Emmentaler gehört drauf. Okay, ja, klar. Demnach könnte es vielleicht sogar sein, dass er das Revier doch behalten kann, sofern es eventuell die Zeit ausgesetzt wurde und nicht gleich gekündigt wurde. Selten der Jagdgenossen. Kann passiert sein, ja. Ich muss mit ihm mal quatschen. Ich wollte ihn heute eigentlich anrufen und bin dann drüber hingekommen. Also jeder rezenter Bergkäse, ja. Ich will einen milden russischer, nussigen Schweizer Käse für den Wurstsalat. Aha. So, wir haben es jetzt 23 Uhr gleich. Leute, ich bin heute platt. Nehmt mir das nicht übel. Ich würde jetzt gerne diesen tollen Stream vom Sonntag so nach nun 3 Stunden beenden wollen, wenn ihr nichts dagegen habt. Ich hoffe, das ist okay für euch. Und möchte mich dann verabschieden und bedanken und an alle, die noch online sind. Und es sind immer noch 121 online. Ich hoffe, es ist für euch okay. Ich bedanke mich an alle, die da fleißig gechattet haben. Und morgen oder übermorgen kommt wieder Hunderunde. Und dann will ich noch zum Freitag ein anderes Video machen. Und dann muss ich mal sehen, dann ist Urlaub. Bis denn. Liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Schauen. Dennis, ach so, da war noch eine Frage. Dennis Oscarini. Ach so, zum THC Apokalypse. Ich finde das Apokalypse gar nicht so geil. Ja, gute Nacht euch allen. Ich mache jetzt mal Feierabend. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüss.